Herzlich willkommen zum Berliner Werkstattgespräch zur Zukunft der Ernährung, das ich heute von Hamburg aus moderieren darf. Slow Food Deutschland, das Institut für Welternährung und Soul for Future laden gemeinsam ein, um über eine nachhaltige und faire Bodennutzung in der Europäischen Union zu sprechen. Welcome everybody to our political workshop on the European Soil Strategy. Below my face here in the bar, you find the button that looks like a globe. Click it for English, so you don't miss the English translation. Ja, Sie haben es gemerkt, wir sind heute auf Englisch und Deutsch unterwegs, denn Mirko Barbero aus der EU-Kommission wird uns auf Englisch vom Vorschlag der EU-Kommission berichten, wie die EU-Kommission das vorstellt, wie eine europäische Bodenschutzstrategie aussehen sollte. Im November 2021 hat die Kommission ja einen Vorschlag vorgelegt und ja, endlich muss man sagen, denn es sollte schon längst eine solche Strategie geben und dass es diese Strategie erst jetzt in Arbeit gibt, das ja, ist auch eine unrühmliche Rolle von der deutschen Bundesregierung von vor einigen Jahren, denn da hat man von deutscher Seite aus nicht unbedingt dafür gearbeitet. Aber jetzt liegt ein Vorschlag der EU-Kommission vor und wir hoffen, dass er auf einem guten Weg durch die verschiedenen EU-Gremien geht und dass dann eine wunderbare Bodenstrategie, die endlich den Boden schützt, wie er geschützt gehört, dabei herauskommt. Wir hatten es eben schon gesagt, das Gespräch wird aufgezeichnet. Das sollten Sie nur wissen, wenn Sie mit Ihren Fragen später sich zu Wort melden. Schreiben Sie dazu anonym, wenn wir Ihren Namen nicht nennen sollen. Oder schreiben Sie Namen gerne nennen, wenn wir ihn nennen dürfen. Mein Name ist Tanja Busse und ich freue mich, dass ich moderieren darf, weil ich als Journalistin, Autorin, Moderatorin schon ganz lange um den Boden kreise und ab und zu auch als ja eine auf dem Bauernhof groß gewordener die Hände in die Erde stecke. Und ich bin ganz gespannt, was ich heute noch Neues über den Boden lernen werde. Und wie es mir geht mit dieser Neugier zum Boden, geht es vielen, denn was eigentlich als ein kleines Fachgespräch, Werkstattgespräch geplant war, das hat über 160 Anmeldungen heute Morgen in dieses Werkstattgespräch gebracht. Also ich freue mich sehr über dieses riesige Interesse. Ganz herzlichen Dank. Ja, starten werden natürlich Dr. Wilfried Bommert vom Institut für Welternährung und Dr. Nina Wolf, die Vorsitzende von Slow Food Deutschland. Aber bevor ich die beiden jetzt auf die virtuelle Bühne bitte, hören wir noch eine Stimme, einen kleinen Eindruck und zwar aus der Praxis von einer, die tatsächlich jeden Tag die Hände in den Boden steckt und die das macht auf einem ganz, ganz besonderen Biobauernhof in Brandenburg. Rosanna Gahle. Hallo, ich heiße Rosanna und ich arbeite seit 2 Jahren bei Gut und Bösel. Ich kümmere mich hier um die Pflege und die Neuanlage von Agroforstsystemen und habe deshalb meine Hände jeden Tag in der Erde. Ein gesunder Boden ist absolute Grundlage für unser Leben und für all die Lebensmittel, die wir produzieren möchten. Je nachdem, wie wir mit dem Boden umgehen, haben wir folglich Auswirkungen auf die Qualität unserer Lebensmittel. Es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie ich hier bei der Arbeit merke, wie der Boden sich anfängt zu verändern und wie er zum Beispiel anders riecht. Ich erlebe jeden Tag, dass es tatsächlich möglich ist, Ökosysteme zu regenerieren und gleichzeitig gesunde Lebensmittel zu produzieren. Ich finde es auch unglaublich schön zu lesen, wie die EU-Kommission das Potenzial unserer Arbeit tatsächlich zu verstehen scheint. Was wir nun mehr denn je brauchen, sind flexible Fördermöglichkeiten von unserer Bundesregierung, die zukunftsorientierte und klimaangepasste Landnutzungsoptionen finanziell begleitet, sodass solche Pionierarbeit wie hier weiter wachsen kann. Ganz herzlichen Dank an Rosanna Gahle für ihre Arbeit auch. Und ich finde, das ist ein schöner Einstieg, klare Forderung, aber auch zu hören, wie der Boden anders riecht, wenn er anders behandelt wird. Das schärft die Sinne. Ja, jetzt aber bitte ich Nina Wolf und Wilfried Bommert auf die virtuelle Bühne. Einmal den Gründer und Leiter des Instituts für Welternährung und die Vorsitzende von Slow Food Deutschland. Ja, die Frage zunächst an Nina Wolf. Warum nimmt Slow Food, das ja meist über Ernährung, über die Früchte des Bodens redet, warum nimmt Slow Food den Boden in den Blick und warum auch das Institut für Welternährung mit einem globalen Blick? Sie haben das Wort. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Tanja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, good morning und guten Morgen aus Berlin. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserem zweiten Werkstattgespräch über die Zukunft der Ernährung. Die Werkstattgespräche, das ist ein gemeinsames Format des Instituts für Welternährung und von Slow Food Deutschland. Und es geht darum, um zentrale ernährungspolitische
Themen. Wir wollen mit diesen Diskussionen einen Anstoß geben für eine zukunftsgerechte Neuausrichtung unseres Agrar- und Ernährungssystems. Und wir wollen gerne Brücken schlagen zwischen all denen aus Wissenschaft, aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die zu dieser Neuausrichtung beitragen können. Eine zentrale Forderung, nicht nur von Slow Food Deutschland, sondern aller Akteure, die sich für eine nachhaltige Ernährung einsetzen, lautet, dass alle Menschen Zugang haben sollten zu nahrhaften und gesunden Lebensmitteln. Zu Lebensmitteln, die gesund sind für den Einzelnen, aber eben auch für den Planeten. Wir und viele unserer Partner und neben dem Institut für Welternährung nenne ich hier gern einmal auch die Interessengemeinschaft Gesunder Boden. Wir alle wissen um die grundlegende Bedeutung von Böden für das Funktionieren unserer Ökosysteme. Fast alles, was wir an Lebensmitteln erwirtschaften, kommt ja aus dem Boden. Das ist für viele der Teilnehmenden heute geradezu ein No-Brainer. Aber dennoch denke ich, dass es für unsere politische Diskussion über den Bodenschutz in Europa eine sehr, sehr wichtige Prämisse ist. Gesunde Böden, die sind die Grundlage für unsere Ernährung und für unsere Existenz. Sie sind die Voraussetzung für gesundes Wasser. Sie sind die Bedingung für eine reiche Biodiversität und für stabile Ökosysteme. Und ganz zu Recht hebt auch die Kommission den Boden zudem als Verbündeten beim Klimaschutz in ihrer Kommission hervor. Dass 60-70% der europäischen Böden nun in einem schlechten Zustand sind, ja, das bereitet Sorge. This is truly a cause for concern, because when ecosystems and soils are not intact, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Das sind Risiken, die sich auch in bedeutenden finanziellen Summen niederschlagen. Die Kosten der Bodenverschlechterung belaufen sich allein in der Europäischen Union jährlich auf geschätzte 50 Milliarden Euro. Längst ist bekannt, dass der Schutz der Ökosysteme und damit auch des Bodens wirtschaftlich sinnvoll ist und dass unsere Volkswirtschaften vom gesunden Zustand dieser Lebensgrundlagen abhängen. All das macht uns deutlich, dass Bodengesundheit in der EU nunmehr ein politischer Imperativ sein muss. Die Gesundheit unserer Böden muss einen prominenten Platz einnehmen auf der politischen Agenda des Jahres 2022. Bereits mit den agrarökologischen Ansätzen in der Farm to Fork und der Biodiversitätsstrategie wurde ja ein ganz wichtiger Anlauf genommen, um den Bodenschutz in der EU voranzubringen. Insbesondere mit den Zielen zur Reduktion von Pestiziden und für den Ausbau des biologischen Landbaus bis 2030 wurden da schon wichtige Zeichen gesetzt. Und mit der nun vorliegenden Bodenstrategie besteht die Chance, endlich spezielle EU-Rechtsvorschriften, verbindliche Vorschriften zur Bodengesundheit einzuführen. Ein entsprechender Vorschlag soll 2023 erarbeitet werden. Und werden diese künftigen Normen die Wichtigkeit und die Dringlichkeit aufnehmen, werden sie entsprechend ausgestaltet, dann liegt darin eine sehr große Chance für den Bodenschutz in Europa. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute zu einem frühen Zeitpunkt in diesem Prozess eine Vielzahl von Interessenträgern zusammengebracht haben und gemeinsam diskutieren können. Lieber Wilfried, an dich. Dankeschön, liebe Nina. Ja, ich komme gerade von draußen, meine Damen und Herren. Draußen ist im Bergischen Land und die Landschaft hier ist total verreift. Das heißt, die Landschaft ist weiß und ich bin mit meinem Hund gegangen und habe gedacht, ja, du gehst auf Boden hier. Das ist Boden. Boden ist kein Abstraktum, sondern da stehen wir mit den Füßen drauf. Da laufen unsere Kühe her. Da ernähren wir nicht nur die Bauern, sondern wir ernähren uns selbst damit. Diese schöne Idylle ist aber, wenn man in die Zahlen der Welt reinguckt, eben auch nur eine deutsche und eine kleinbäuerliche Idylle. Tatsächlich müssen wir feststellen, wenn wir dies weltweit betrachten, wir sind, was den Boden anbetrifft, in einem Zustand wachsender Knappheiten.
Die Knappheiten werden zum Teil dadurch entstehen, dass die Menschen mehr Fleisch essen wollen. Für mehr Fleisch müssen mehr Tiere gehalten werden. Da muss mehr Futterfläche am Ende kommen. Wir kommen in einen Zeitpunkt rein, wo wir unsere fossilen Energien durch nachwachsende Rohstoffe vom Acker ersetzen wollen. Das wird uns Fläche und Boden kosten. Wir sind in einer Situation, wo wir den Klimawandel beginnen zu spüren. Der Klimawandel wird zur Klimakrise. Die Temperaturen steigen, die Regenfälle kommen nicht mehr so wie früher. Die Wüsten breiten sich aus. Und gleichzeitig müssen wir, um die Böden zu bewirtschaften, mehr Bewässerung einsetzen. Mehr Bewässerung haben wir aber in bestimmten Orten gar nicht. Das heißt, die Böden dort werden trocken fallen über kurz oder lang. Und hinzu kommt, dass die Klimakrise uns ja eine Strategie abverlangt, wo wir mit Zertifikaten gegen vorgehen. Und diese Zertifikate werden zum Teil an den Boden gebunden werden, an die landwirtschaftliche Fläche, an die Waldflächen. Und damit wird plötzlich der Boden von einer ganz anderen Seite wirtschaftlich höchst interessant. Nicht, weil dort Lebensmittel erzeugt werden, sondern weil damit Zinsen gewonnen werden können. Und damit ist plötzlich ein neuer Player auf dem Markt des Bodens, nämlich der Kapitalmarkt. Und das müssen wir ganz ernsthaft sehen. Und das muss die Europäische Gemeinschaft auch ins Auge fassen, dass damit die Frage, was angebaut wird, nicht mehr darüber entscheidet, nicht mehr davon bestimmt wird, was die Menschen essen wollen, sondern wie hoch der Zinssatz auf der Fläche ist. Und ich denke mir, eine europäische Bodenordnung und eine europäische Bodenstrategie muss das auch berücksichtigen. Sie muss Zähne haben, politische Zähne. Und ich bin froh, dass wir heute in der Lage sind, mit diesem Werkstattgespräch diese Zähne etwas nachzuschleifen und uns genauer anzusehen, wie bissfest sie sind. Liebe Tanja, ich darf dir die Moderation geben und wünsche uns eine gute Diskussion. Wow, mit diesen scharfen Worten übernehme ich gerne und vielleicht auch noch mit dem Hinweis, dass Wilfried Bommert einige Bücher rund um das Thema der Welternährung geschrieben hat, in denen auch der Boden eine große Rolle spielt. Und er hat Verwandte in Australien, die schon erlebt haben, wie der Boden über Nacht einfach wegfliegt. Und als er mir das erzählt hat, ist mir nochmal klar geworden, wie fragil diese dünne, dünne Schicht auf der Erde, von der wir leben, eigentlich ist. Das macht mir klar, warum wir scharfe Zähne brauchen. So, bevor jetzt hier weiter gebissen wird, habe ich aber noch ein Audio für Sie, diesmal von einer Bäckerin, die ein Bodenschutzbrot gebacken hat und die genau weiß, warum wir alle mit Früchten des Bodens zu tun haben und deshalb gesunden Boden brauchen. Hören Sie die ganz engagierte Bäckermeisterin aus Basinghausen, das ist Anke Kehler, und sie ist die Leiterin der Freien Bäcker, die sich für freies Backen mit Bodenschutz und gesunder Landwirtschaft einsetzt. Hallo. Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und der Schutz der Bodenfunktionen sind für uns, also für die handwerklichen Lebensmittelherstellerinnen, mit die grundlegendsten Voraussetzungen dafür, dass wir tagtäglich Stadtteile oder Dörfer mit gesunden Lebensmitteln versorgen können. Bei der Forderung nach dem Aus- und Aufbau nachhaltiger, resilienter Versorgungsstrukturen, bei der die Bodenfunktionen geschützt werden, wird oft nicht einbezogen, dass wir als Verantwortliche von Betrieben der Lebensmittelherstellung, also etwa in Mühlen oder Bäckereien, die Bedeutung von Maßnahmen, die dem Erhalt und Aufbau fruchtbarer Böden dienen, bekannt und bewusst sein sollte. Denn erst dies ist die Basis dafür, dass entsprechend erzeugte Rohstoffe wertgeschätzt, bewusst nachgefragt, angemessen honoriert und ihr Nutzen an Verbraucherinnen dann von uns kommuniziert wird. Eine solche Struktur und Wirtschaftsweise erfordert allerdings die entsprechende politische Rahmensetzung. Dankeschön. Danke, Anke Kehler, für das Engagement fürs Bodenschutzbrot, mit dem Sie die Idee des Bodenschutzes auch in den Bäckereien überall in Deutschland bekannt macht. Ja, wir starten mit einem Überblick. Wie ist es um den Boden in Europa bestellt und wie groß ist eigentlich die Not des Bodens? Und das berichtet uns eine Agrarwissenschaftlerin und Diplom-Geografin und Bodenexpertin, die seit 25 Jahren mindestens den Boden erforscht und die über die Spartendiagnose als Methode zur Bodenbeurteilung promoviert hat und das Büro für Bodenschutz gegründet hat und seitdem eigentlich seit vielen, vielen Jahren eine gefragte Expertin ist. Sie ist Mitglied in der Expert Group for Technical Advice on Organic Farming, also einer europäischen Expertengruppe für Ratschläge zur ökologischen Landwirtschaft bei der EU-Kommission. Sie ist aber auch Mitglied beim ENSA, also das ist das europäische Netzwerk von Wissenschaftlern, die soziale und ökologische Verantwortung anmahnen. Sie ist Botschafterin des Bodens bei der Schweizer Bio-Stiftung und im Fachbeirat der Interessengemeinschaft Gesunder Boden.
Boden. Also überall, wo es um Boden geht, da ist sie dabei. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Andrea Beste jetzt Zeit für uns hat, uns einen Überblick zu geben. Ja, wie groß ist die Not am Boden? Wie ist die Situation der Böden in Europa? Vielen Dank, Tanja, für die nette Einführung. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Slow Food und beim Institut für Welternährung für die Einladung. Mir bleibt jetzt hier der Part, obwohl ich normalerweise, wenn ich unterwegs bin, gerne darüber rede, wie man Lösungen formuliert, wie man Lösungen anwendet, wie man mit dem Boden richtig umgeht. Mir bleibt jetzt heute hier der Part, mit ein paar Facts dafür zu sorgen, einen Überblick zu geben, wie der Status quo beim Boden ist. Damit bin ich leider eine Überbringerin von nicht ganz so guten Nachrichten, was mir oft weniger Spaß macht. Aber dennoch möchte ich mich jetzt bemühen, euch allen, Ihnen allen hier einen Überblick zu geben. Ich teile mal meinen Bildschirm und dann starte ich jetzt den Impulsvortrag. Ich steige direkt ein, weil wir ja auch wenig Zeit haben, und beginne gleich mal mit dem Flächenverbrauch. Ich habe mich hier entschieden, natürlich, weil das zu Slow Food am besten passt und auch, weil 40% der Landfläche der EU landwirtschaftlich genutzt sind, natürlich meinen Schwerpunkt auf die Landwirtschaft zu legen. Aber damit muss man natürlich erstmal mit der Fläche anfangen. Und es sieht nun so aus, dass die Bodenversiegelung, das heißt die dauerhafte Überdeckung des Bodens durch Gebäude und Infrastrukturen in Europa, eben jedes Jahr zu einem Verlust von mehr als 1000 Quadratkilometern produktiver Fläche in der EU führt. Und das heißt, die Fläche wird knapp. Das heißt, wir reden über immer weniger Fläche, wenn wir über lebendige Böden reden, die für unsere Lebensmittelproduktion wichtig sind. Aber nicht nur für unsere Lebensmittelproduktion, sondern auch für unsere gesamten landschaftsökologischen Ökosystemleistungen, wie den Wasserhaushalt und natürlich auch für unser Trinkwasser. Und diese Flächen, die jedes Jahr versiegelt werden, diese Flächen stehen eben nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung und sie können in den allermeisten Fällen auch die Ökosystemdienstleistungen nicht mehr erbringen. Also diesen Flächenfraß, wie man es in Deutschland nennt, müssen wir dringend eindämmen. Und es gab schon viele Initiativen in dieser Richtung, die das auch diskutiert haben. Aber bisher kenne ich kein einziges Mitgliedsland in der EU, was es geschafft hat, diesen Flächenfraß wirklich einzudämmen. Von der EU-Kommission gibt es dazu einen Leitfaden, der ist, glaube ich, etwa 10 Jahre alt, der sich zumindest dazu äußert. Aber auch in dieser Richtung wäre es zumindest wünschenswert, wenn die Bodenschutzstrategie in dieser Richtung Vorschläge machen würde, wie das zu reduzieren ist. Dann werden unsere Böden ja nicht nur versiegelt, sondern sie fließen oder fliegen eben auch weg durch Wasser- oder Winderosion. Und alleine 970 Millionen Tonnen fruchtbarer Boden gehen europaweit jedes Jahr nur durch Wassererosion verloren. Da ist die Winderosion noch gar nicht mit eingerechnet. Und um das mal ein bisschen fassbarer zu machen, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon in Berlin war, aber die Stadt ist nicht ganz klein in ihrer Flächenausdehnung. Die Erosion, die bei uns den Boden verschwinden lässt, hat ein Volumen, ist genug Erde, um die gesamte Stadt Berlin jedes Jahr 1 Meter abzusenken. Das muss man sich mal anschaulich vorstellen. Und das Gemeinsame Forschungsinstitut der EU schätzt, dass der Bodenverlust bis 2050 voraussichtlich noch um 13 bis 22,5% zunehmen wird. Das heißt, auch hier sehen wir im Moment keine Verbesserung, sondern eher noch eine Verschlimmerung. Das liegt nicht ausschließlich an falschem Management. Das liegt auch daran, dass mit dem Klimawandel Starkregenereignisse zunehmen. Aber alleine das bedroht unsere Böden eben umso mehr. Und deswegen ist es umso wichtiger, sie vor Erosion zu schützen. Noch ein kleiner Hinweis, wie lange es dauert, um genau diesen Meterboden neu zu bilden unter natürlichen Umständen. Das ist je nach Ausgangsgestein und Einflussfaktoren unterschiedlich.
aber das dauert zwischen 22.000 und 100.000 Jahren. Bodenbelastung ist auch ein weiteres Problem. 83% der landwirtschaftlichen Böden sind mit Pestizidrückständen belastet. Gerade vor anderthalb Jahren gab es auch in der Schweiz dazu eine sehr interessante Studie, die auch gezeigt hat, dass sogar Böden unter biologischer Landwirtschaft teilweise pestizidbelastet sind. Einerseits aufgrund der Vornutzung, andererseits aber auch durchaus aufgrund von Abdrift. Das ist ein großes Problem, weil gerade der Ökolandbau ja auch verspricht, Lebensmittel ohne Pestizide auf den Markt zu bringen. Und für den Ökolandbau ist das eine ganz große Problematik, die Produkte pestizidfrei zu halten, beziehungsweise die Flächen pestizidfrei zu halten. Für den Bodenschutz ist natürlich überhaupt die insgesamte Belastung ein sehr großes Problem, weil Pestizide eben auf Bodenorganismen auch einfach sehr stark einschränkend und schädigend wirken. 65-75% der landwirtschaftlichen Böden zeigen Nährstoffeinträge in einem Umfang, der durch Eutrophierung Böden und Gewässer gefährdet und die Artenvielfalt beeinträchtigt. Das heißt, auch der Nährstoffinput, den wir in die Böden geben, um einen Ertrag zu erzielen, ist so einseitig und so intensiv, überwiegend eben stickstoffintensiv, dass die Bodenorganismen damit nicht mehr klarkommen. Und damit die Zusammensetzung der Bodenorganismen und auch die Artenvielfalt und auch die Häufigkeit und das Volumen der Bodenorganismen in den Böden zurückgeht. Das hat auch ganz stark negative Auswirkungen auf die Bodenstruktur. Bodenqualitätsverlust hängt ganz eng damit zusammen. Unsere Ackerböden verlieren im Durchschnitt 0,5% Kohlenstoff pro Jahr. Und das 0,5% ist als Zahl zunächst mal eine sehr kleine Zahl. Wenn man sich aber mit Humus auskennt und mit Humusgrößen, in den Ackerböden Deutschlands sind durchschnittlich zwischen 2-4% Humus überhaupt nur enthalten, dann weiß man, dass ein Verlust von 0,5% eine dramatische Größe ist. Denn genau dadurch verlieren die Böden eben auch an Struktur, sie verlieren an Wasserspeicherkapazität und sie verlieren an Wasserreinigungskapazität. 23% der Flächen zeigen starke Unterbodenverdichtung und noch deutlich mehr Flächen zeigen eine schleichende Krumenverdichtung. Diese hängt eben wiederum direkt mit dem Humusverlust zusammen und mit dem Verlust biologischer Aktivität. Dadurch entsteht nämlich Verdichtung. Und das wiederum verstärkt die Erosionsanfälligkeit, vermindert die Wasserspeicherfähigkeit, wie ich schon sagte. Und das wirkt sich eben auch auf die Erntesicherheit aus. Und worüber viele Leute nicht nachdenken, wenn man über Böden im Zusammenhang mit Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion spricht, genau diese Krumenverdichtung verstärkt auch ganz stark die Hochwassergefahr. Das wird leider bis heute weder in europäischen noch in nationalen Gesetzgebungsprozessen zum Hochwasserschutz ausreichend berücksichtigt. Die Ursachen, warum es mit unseren Böden so steht, die hat das Europäische Soil Service mal untersucht. Die haben mit 11 europäischen Universitäten und Forschungsinstituten die Auswirkungen verschiedener Intensitäten landwirtschaftlicher Nutzung auf die Bodenökosystemleistungen des Bodens vor 10 Jahren schon einmal untersucht. Diese Untersuchung lief in 4 Mitgliedstaaten 4 Jahre lang. Und die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass eine intensive Landwirtschaft mit engen Fruchtfolgen, intensiver Düngung und einem hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz als auch das Fehlen von organischem Material zu einer Verschlechterung der biologischen Vielfalt im Boden führt, zu Humusschwund, Verdichtung und Erosion. Da besteht also ein direkter Zusammenhang. Und wir haben es heute schon einmal kurz gehört. Die mit der Verschlechterung der Bodenqualität verbundenen Kosten belaufen sich in der Europäischen Union auf über 50 Milliarden Euro pro Jahr. Ich komme zum Fazit.
Es besteht dringender Handlungsbedarf. Ich denke, das ist mehr als deutlich geworden. Einerseits bei der Durchsetzung einer europäischen Bodenstrategie. Da heiße ich die Bodenstrategie und die neue Initiative der EU-Kommission für eine neue Bodenschutzgesetzgebung absolut für willkommen. Das begrüße ich sehr. Ich habe die letzten Jahre direkt mitverfolgt, wie der letzte Anlauf maßgeblich auch aus Gründen der deutschen Haltung sozusagen auf Eis gelegt wurde zunächst und dann zurückgezogen wurde. Ich begrüße sehr, dass die jetzige Regierung sich dazu anders stellen möchte. Es besteht aber auch Handlungsbedarf bei der Verankerung effektiver Maßnahmen gegen Versiegelung. Ganz wichtig, denn eine Fläche, die versiegelt ist, da kann man weder schlechtes noch gutes Bodenmanagement drauf betreiben. Die ist einfach für die Bodenfunktionen verloren. Es besteht aber auch Handlungsbedarf bei einer Aktualisierung und Konkretisierung der guten fachlichen Praxis der Bodenbewirtschaftung, die die Grundlage zum Erhalt von Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ist. Das heißt, im Rahmen der Konditionalität, so wie es heute nach der neuen Agrarreform heißt. Das muss auf jeden Fall in den einzelnen Mitgliedstaaten genauer konkretisiert werden. Die gute fachliche Praxis ist bisher nicht genau genug definiert und sie wird auch nicht regelmäßig überprüft. Handlungsbedarf besteht auch bei der Beratung und Umsetzung der bekannten nachhaltigen Bodenschutzmaßnahmen. Es ist ja nicht so, dass wir nichts wüssten und dass wir jetzt noch 10 Jahre forschen müssten. Wir haben schon vor 20 Jahren, eigentlich schon vor 100 Jahren gewusst, wie man vernünftig mit Böden umgeht und was gute Bodenmanagementmaßnahmen sind. Es ist nicht so, dass da nicht noch einiges an Wissen dazugekommen wäre in den letzten Jahren, auf jeden Fall. Aber im Prinzip wissen wir, wie man mit Böden vernünftig umgeht. Aber das hat sich in den letzten Jahren in der Ausbildung und Fortbildung im landwirtschaftlichen Bereich nicht wirklich niedergeschlagen. Selbst ich habe das in meinem Studium nicht wirklich gelernt. Und deswegen besteht ganz großer Bedarf bei der Beratung, bei der unabhängigen Beratung der Landwirte im Bereich Bodenschutz und natürlich auch bei der Ausbildung. Weiterer Handlungsbedarf besteht bei der monetären Anerkennung dieser Praktiken. Das heißt, die Gesellschaft muss nachhaltige Landwirtschaft, die Ökosystemdienstleistungen sichert, anerkennen. Und das muss sich auch in einer monetären Anerkennung niederschlagen. Sei das nun darüber, dass man öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen bezahlt und Unterstützung, die durch die gemeinsame Agrarpolitik geleistet wird, vernünftig ausrichtet, oder sei es dadurch, dass Lebensmittel einfach einen fairen Preis erlangen sollen für den Landwirt, wenn er eine nachhaltige Landwirtschaft betreibt und damit ja eben auch ganz viele andere Dienstleistungen erbringt. Mal abgesehen davon, dass gute Produkte meiner Meinung nach ohnehin ihren Preis wert sind. Weiterhin besteht Handlungsbedarf bei der Berücksichtigung bodenstrukturverbessernder Maßnahmen im Hochwasserschutz. Das geht nicht direkt in der Bodenschutzgesetzgebung, aber das geht im Hochwasserschutz. Auch da muss sehr viel mehr die Fläche in den Blick genommen werden und die landwirtschaftliche Praxis. Ich hoffe, ich habe hiermit einen kurzen Überblick gegeben. Ich finde, es tut mir leid, dass ich jetzt der Überbringer relativ schlechter Nachrichten bin, aber ich hoffe, ich habe jetzt eine faktenbasierte Grundlage gegeben dafür, dass wir interessiert und engagiert heute darüber nachdenken können, wie wir es besser machen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Andrea Beste, für diesen Überblick, für diese Fakten, die auch gesagt werden müssen. Es hat sich ja schon angedeutet, dass nicht alles verloren ist, sondern dass Boden renaturiert und wieder lebendig werden könnte, wenn er mehr organisches Material bekommt. Und wir werden ja gleich noch diskutieren und dann noch gute Vorschläge hören. Also insofern waren es ja nicht nur schlechte Nachrichten. Aber natürlich erstmal, die Fakten sind verdammt ernst. Ich habe noch eine Nachricht von Andrea, nämlich der Vortrag an alle, die jetzt auf Englisch zugehört haben. Sie würde diese Folien, diese Präsentation auch auf Englisch
Englisch zur Verfügung stellen, schreiben Sie das doch gerne in den Chat und dann finden wir Wege, wie die englische Präsentation Sie erreichen kann. Verständnisfragen habe ich im Chat nicht gesehen, aber einen tollen Hinweis, den wir gleich in die Diskussion mitnehmen, nämlich, dass wir nicht nur den Boden in der Qualität verbessern müssen, sondern auch sofort aufhören müssen mit sämtlicher weiterer Versiegelung und on top Zertifikate dafür ausgeben sollen, wenn Landbesitzer Flächen wieder entsiegeln. Ich finde das eine schöne Umdrehung dieser Diskussion. Nicht Versiegelung verlangsamen, sondern einfach Flächen wieder aufreißen. Wir gucken mal, ob wir gleich in der Diskussion darüber reden können. Ja, dann geht es jetzt weiter. Nochmal mit einer Stimme aus der Praxis von einem Landwirt oder eigentlich eher einem Bodenkünstler aus dem Chiemgau. Mein Name ist Stefan Schmutz von der Firma Chiemgaukorn. Ich bin Diplom-Agraringenieur und bewirtschafte einen Bio-Ackerbaubetrieb zusammen mit meiner Frau und einem Team von Mitarbeitern im Südosten Bayerns in der Umgebung des Chiemsees. Wir bauen ca. 20 verschiedene Feldfrüchte an. Durch viele Maßnahmen wie Zwischenfrüchte, Untersaaten und möglichst ständige Bodenbedeckung wollen wir die Bodenfruchtbarkeit und den Humusgehalt steigern. Wir versuchen, den Boden aufzubauen und CO2 aus der Luft in den Boden zu binden. Wir wollen den Boden schonen, Biodiversität erhalten und steigern und hochqualitative Lebensmittel erzeugen. Agrarpolitik sollte unserer Meinung nach Rahmenbedingungen schaffen, die es extensiv und ökologisch wirtschaftenden Betrieben ermöglicht, ein entsprechendes Einkommen zu erzielen. Vielen Dank und viele Grüße. Tschüss. Und wir grüßen auch zurück ins Chiemgau und danken einem Landwirt, der 20 verschiedene Pflanzen in der Fruchtfolge hat und ganz viel über den Boden nachdenkt. Ja, und jetzt reisen wir einmal nach Brüssel zur EU-Kommission und hören, was dort ausgearbeitet wurde, was für eine Strategie sich die Europäische Kommission überlegt hat, um den Boden zu schützen. In der Kommission arbeitet Mirko Barbero. Er ist dort in der Generaldirektion Umwelt zuständig als Referent für Bodenschutz und nachhaltige Landnutzung. Benvenuto a Berlino, Signore Barbero, thank you for coming and the floor is yours. We are really delighted that you're here to present your ideas how to protect the European soils. Mirko Barbero. Thank you very much. Good morning to everybody and I'm really glad to present you in some 10 minutes, the key aspects of the soil strategy. So now I'm going to full screen. I hope you see. Perfecto, sí. Okay, thank you. So how to reap the benefits of healthy soils for people, food, nature, and climate. This is the subtitle of the EU soil strategy for 2030. Just to remind, this comes from the EU Biodiversity Strategy to 2030, adopted by the Commission in 2020, that's called for a callback of soil, so to update the soil thematic strategy of 2006, in order to step up efforts to protect soil fertility, reduce soil erosion, and increase soil organic matter by adopting sustainable soil management practices. Then after this call, we started a public consultation on the roadmap on the future soil strategy, and finally we arrived to the adoption on the 17th of November. Since then, there was already an exchange of views in the European Parliament and in the Council on this strategy. Just to remember, when we say strategy, we mean both the communication, some 20 pages with, you can count there, 87 concrete actions, and the staff working document, which contains the knowledge base, a summary of the knowledge base that underpins the soil strategy content. Actually, soil is everywhere, and this is reflected in the soil strategy, where you can find links to the other policies and initiatives of the European Green Deal, like the forest strategy, the common agricultural policy, but also zero pollution, the soil mission, and the international action. So the moment was the right one to come with a strategy at EU level, because we have common problems and we need common solutions.
And it was the right political momentum because soil was more and more recognized as a needed solution for the challenges we have, like climate and biodiversity crisis. And as already said, there is also a strong economic reason to take action for soil because of the economic cost of degradation. So there is urgency to take action. These are just with a few circles, colored circles, the main issues that we have on soil, but they have already been mentioned by the previous speakers. So 60 to 70% of soils are not healthy because of different degradations like erosion, like land take, like contamination, like desertification also in the south and so on. All of this, the strategy is trying to address it, and it's not alone in doing that because we have already the Soil Observatory at EU level where we have data and already monitoring. And we have the soil mission, the Soil Deal for Europe, with a big amount of money, 1 billion to be spent in research, to develop knowledge and to use the current knowledge, to spread the current knowledge on soil. So these three initiatives, they all aim at achieving healthy soils. In the soil strategy, you will find the key element, which is the vision. Vision for soil: by 2050, all soil ecosystems are in healthy condition, and the protection, sustainable use and restoration of degraded soils has become the norm, so that healthy soils, they can contribute to as a key solution to our societal challenges. This vision actually is made concrete by already existing objectives in European legislation and strategies. So to reach climate neutrality, to a land degradation neutral world, to obtain healthy waters, to reduce nutrient losses, to address contaminated sites, zero pollution and climate resilient, so adaptation to the climate change. All of this, to all of this, the strategy intends to contribute with the concrete actions that it sets. But for the first point is, what is the healthy soil, what we want to reach? Actually, healthy soils are soils that are in good condition and then are able to provide as many as possible of the ecosystem services. Food, not only from agriculture and also biomass production, but also the water cycle and the basis for life and biodiversity, carbon pool to reduce climate change, and physical platform, all of this, as many as possible. So this is what we mean by healthy soil. And in the soil strategy, you will find, as I said, a basket of measures, combination of both voluntary and legally binding measures. And now they will have to be implemented at all levels, from local to EU and even global. We need to define indeed together concretely what we want to reach. So concretely what healthy soils are, and then establish a comprehensive monitoring of soil, implement sustainable soil management and restore degraded soils. So let's see what is the proposal concretely in the strategy. One key flagship is the soil health law that will come, as you said, in 2023. It will build on the natural restoration law that will be adopted in the coming months. The natural restoration law will deal with restoring ecosystems, but soil needs specific elements in the law to be addressed. So, as I said,
setting the objectives to achieve healthy soils and defining together what we want to achieve. Then make mandatory the monitoring of soil and the use, sustainable use of soil. Then address the contaminated sites by identifying them and remediating them and monitoring the progress. And then other set of measures like the soil passport and the soil health certificate. Let's go quickly through the other voluntary actions. Just I will pick up some of them, not read them all here. The strategy will fund actions to address the climate change and also to address the circular economy. Like you will find the land take hierarchy to try to avoid or minimize or compensate any soil sealing and land take. Also actions to close the nutrients and carbon circle by safely recycling biowaste. Actions to increase the knowledge on soil biodiversity, which is key for also human health. And then actions for coordinating the soil and water management, but especially actions to make the sustainable soil management the new normal. So define together a set of sustainable soil management practices and criteria to phase out unsustainable practices. There is also an initiative proposed, Test Your Soil for Free, for soil managers to know better their business partner, actually. Then actions to prevent desertification, to prevent pollution, and restore degraded soils. And last but not least, horizontal actions to improve the knowledge on soil and to enable the transition to healthy soils using private and public funding. Maybe, yes. So publishing a guide still this year on the funding opportunities, existing funding opportunities at EU level to reach healthy soils, and promote the soil literacy, so more knowledge of soil, as already said, also through the EU Soil Observatory and the Soil Mission. So I'm at the end of the presentation, and just to summarize that everyone will see advantages. So from land users to economic operators, public authorities, but also all citizens will find in the soil strategy concrete advantages coming from the actions for them, like long-term food security and a more sustainable future with healthy soils. Thank you very much for listening. Mille grazie, Mirko Barbero. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, es ist eine gute Nachricht zu sagen, es geht bei der Soil Strategy, bei der Bodenstrategie nicht nur um etwas, was allein etwa Landwirte betreffen würde, sondern uns alle. Und wir werden alle als EuropäerInnen davon profitieren. Wir diskutieren gleich weiter. Und es kommt eine Frage im Chat, die lese ich gerade auf Englisch vor, weil ich sie so schnell gar nicht übersetzen kann. Und dann gehen wir aber später ja nochmal in die Diskussion auf die vielen politischen Vorschläge ein. So what are the connections between the soil strategy and the common agricultural policy, and how can we make sure that intensive agriculture is prevented, given that the subsidy system is currently rewarding hectares rather than sustainable practices? Also wie können wir die europäische Agrarpolitik und die soil strategy, die Bodenstrategie so verbinden, dass der Boden geschützt wird? That's not an easy question, and it's difficult to come with an easy solution immediately. So that's why to prepare for the soil health law, we will do a broad
public consultation. So everybody will be invited to express their views on how to do it, how to manage sustainably soil. And that would be the base. Then the CAP is already launched. But this CAP, I mean, we have to think to the future. The vision is for 2050 in one generation to transform the way we are doing. And we need to do it together and find a way together. So public consultation will be one of the tool. And this event is also a very good opportunity to already exchange views on that. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir reden gleich in der Diskussion weiter darüber und genau, eine schnelle, leichte Antwort, die hätten, glaube ich, alle gerne auf diese Frage, aber wir müssen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, so scheint mir das. Während wir das tun, noch eine Stimme, eine weitere Stimme zum Boden von einem großen Aufklärer, der das Thema Boden popularisiert hat, bekannt gemacht hat. Das ist nämlich Franz Rösel von der IG Gesunder Boden. Wir unterstützen Praktiker mit zahlreichen Veranstaltungen, ihre Bodengesundheit zu verbessern. Wir vernetzen auch Engagierte im Bereich Bodengesundheit, Saatgut, Pflanzenernährung, Veterinärwesen und Humanmedizin. Wir schaffen Standorte zur Bodenbildung, wie den Bodenentdeckungspfad Mensch trifft Boden, bei dem alle Bürger die Wichtigkeit des Bodens begreifen können. Die EU sollte sich engagieren, den Boden nicht als Substrat darzustellen, welches man düngen muss, damit etwas wächst, vielmehr als Organismus, bei dem neben Bodenphysik, Bodenchemie, Bodenbiologie vor allem zahlreiche symbiontische Beziehungen zu beachten sind. Die Vergütung der Bodenbewirtschafter soll künftig neben den oberirdischen Ertrag auch die Ökosystemleistungen erweitert werden, wie zum Beispiel Humusaufbau, Infiltrationsfähigkeit, Wasserspeichervermögen und so weiter. Ganz herzlichen Dank an Herrn Rösel, der, ich glaube, wie kein anderer das so ganz klar machen kann. Der Boden lebt, da ist alles miteinander verbunden und deshalb ist es so wichtig, ihn als lebendiges Wesen zu schützen und nicht als Substrat. Ja, wir kommen jetzt zu Damiano Di Simine. Er arbeitet als verantwortlicher Wissenschaft bei Legambiente. Das ist eine italienische Umweltorganisation. In Südtirol wird sie auch Umweltbund genannt. Unter dem Begriff ist sie vielleicht den Südtiroler Wanderern bekannt. Die Legambiente ist Teil der EU-weiten Kampagne Soil for Life. Da haben sich also europaweit NGOs zusammengeschlossen, die sich für besseren Bodenschutz von europäischer Ebene aus einsetzen. Und Damiano Di Simine leitet als wissenschaftlicher Berater, als verantwortlicher Wissenschaftler diese europaweite Kampagne für Legambiente. Und er ist jetzt bei uns, um zu sagen, wie diese europäischen NGOs einschätzen, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat und was sie selber an Vorschlägen haben, wie können wir den Boden schützen. Damiano Di Simine, benvenuto. Good morning to all of you, and thanks to Slow Food Germany for having accepted to cooperate with our project and campaign and having organized this excellent meeting. Now I go to share my screen. In my speech, I will tell you what is the Soil for Life project that which support the today's initiative. It is a project supported by the European Life Program, involving a broad partnership and proposed by the Italian environmental NGO Legambiente. The Soil for Life project shares the vision of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, and in specific acts for the implementation of goals 11 and 15, with the essential target 15.3 for a land degradation neutral world within 2030. In its conception, the project tackled the issue of combating soil degradation with two specific focuses. Soil consumption caused by the growth of settlements and infrastructural intake, and the loss of organic substance, the basic material of soil life and fertility. The project developed many actions toward a diversity of stakeholders, including training actions aimed at professionals working with soil, making actors with different backgrounds talk to each other in order to assume an interdisciplinary approach to soil, and communication actions aimed at citizenships, as in the case of the action developed by the Coordinating Committee for the International Voluntary Service, which included trainings for the involvement of young volunteers
and will end with the presentation of a soil manifesto at UNESCO in Paris. Under the responsibility of Legambiente and the Croatian NGO Zelena Extra, the project also aimed to stimulate public discussion at the level of the different states, based on the assumption that there is still insufficient debate on soil and that national decision makers, therefore, have inadequate awareness about soil degradation and its threats. This is also true at the EU level, where the lack of binding targets for improving soil health is a major concern, which has been complained about on several occasions. In this case, the working document of the expert group supporting the Commission in preparing the Farm to Fork strategy. In fact, soil does not benefit from the same effective protection as other environmental sectors, such as air and water quality. The lack of a directive for soil protection is a gap that the European Commission has already tried to fill in the past. In 2006, with the first soil thematic strategy, the Commission proposed a directive which was also approved by the Parliament, but it was five member states under pressure from industrial agriculture lobbies that blocked the process and forced the Commission to withdraw the proposal. The rationale was that soil as an immobile asset, unlike water, air, and biodiversity, which move across borders, should be considered as an exclusive national competence. The magic word was subsidiarity. The EU, according to these countries, should not interfere in a field subject to national regulations. This is a sovereignist and exclusive idea of the principle of subsidiarity, which instead implies sharing of responsibility towards global challenges such as soil protection, with all its implications, including food security. The true sense of the soil challenge emerged clearly in the global debate in the following years. Not only the 2030 agenda, but also the FAO World Soil Charter and the high-level reports published by IPBES and IPCC linked the need for a global fight against soil degradation more and more clearly to the major global challenges for fighting hunger, climate change, and halting biodiversity loss. Soil is not an internal affair of a state, but a global service provider on which humanity as a whole depends. And combating soil degradation requires supranational partnership leadership. Today, the soil challenge has been given new life within the Green Deal launched by the Commission led by Ursula von der Leyen. From the outset, the Commission announced its willingness to update the soil thematic strategy, publishing it in November 2021. But the big news came from the Parliament, which last April approved by a large majority a resolution mandating the Commission to present also a new legislative proposal in addition to the strategy, which the Commission has undertaken to present before 2023. The new soil law will certainly encounter many obstacles, again from the agriculture, but also the heavy industry and the mining lobbies. And it will still be the member states that risk to lend themselves to satisfying the wishes of these lobbies. This is why it is very important for civil society to be aware and informed, active and organized, in order to defend the principle that soil is also a common good because of the services it provides to society. Well, this is the task of our project, and thanks for your attention. Grazie Damiano Di Simine für diese europaweiten Anstrengungen, das Thema bekannt zu machen. Und wenn man zuhört, sowohl Ihnen als auch Andrea Beste, wird natürlich ganz, ganz offensichtlich, wie wichtig Bodenschutz ist. Bevor wir diskutieren mit Parlamentariern aus dem Europäischen Parlament, die sich dort für den Boden einsetzen, hören wir noch einmal eine Stimme aus der Praxis, diesmal ganz aus dem Süden, nämlich von der wunderbaren Ökosiedlung Schloss Tempelhof. Wir, die Zukunftsbauern und Landwirtinnen an Schloss Tempelhof, arbeiten mit einer Vielzahl an regenerativen Werkzeugen, um unser Bodennahrungsnetz in eine gesunde Lebendigkeit zu bringen und zu pflegen. Das bedeutet für uns, so wenig wie nötig in den Boden einzugreifen.
den Boden so oft wie möglich bedeckt zu halten, möglichst viele lebendige Pflanzenwurzeln im Boden zu halten und die Vielfalt im Anbau und am Tieren zu maximieren. Von der EU wünschen wir uns Subventionen für Ökosystemdienstleistungen, die im jetzigen System keine Förderung bekommen, wie zum Beispiel Kohlenstoffspeicherung, erhöhte Wasserspeicherung, Biodiversitätssteigerungen, Unterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe und betriebliche Ressourceneffizienz. Zusätzlich wünschen wir uns auch differenzierte Kompostregelungen für kleine, biointensive Gemüsebaubetriebe. Maja Heilmann, ganz herzlichen Dank für den Einsatz dort auf Schloss Tempelhof. Und vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, wir hatten jetzt viele Biobetriebe, dass auch unter den konventionellen Landwirten eine ganz neue Bewegung, die Hände wieder in den Boden zu halten und regenerativere Landwirtschaft zu machen, entstanden ist. Also ich glaube, das greift auch eine Stimmung auf in der Landwirtschaft, die sagen, wir müssen da mal wieder gucken, worauf arbeiten wir da eigentlich. Wir steigen aus den großen Agrarmaschinen, gucken in den Boden und machen uns ganz viele Gedanken. Also insofern kommt diese Strategie jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Wie es weitergeht mit der Strategie, denn die ist ja erstmal ein Vorschlag der Kommission und lange noch kein umgesetztes Gesetz, aus dem ganz viel Action sofort folgen würde, die wir aber ja eigentlich brauchen. Wie es also weitergeht, das wollen wir jetzt diskutieren mit drei Mitgliedern aus Deutschland des Europäischen Parlaments und alle drei sind dort auch im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Und ich begrüße jetzt und bitte die Kamera anzustellen, einmal für die Europäische Volkspartei Marlene Mortler. Sie kommt aus Mittelfranken von einem Bauernhof, der ich glaube schon seit 1300 irgendwas in Urkunden erwähnt ist. Ihre Familie führt den Hof weiter und Gärtnern und Kochen gehört zu Ihren Hobbys. Marlene Mortler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Für die Progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament ist Maria Neuchel bei uns. Sie ist Fachlehrerin für Ernährung gewesen aus Rosenheim seit 2014 im Europäischen Parlament und dort unter anderem im Ausschuss für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung auch eine Vorkämpferin für guten Boden. Maria Neuchel, schön, dass Sie dabei sind. Und für die Grünen und für die Freie Europäische Allianz ist Martin Häusling dabei, Biobauer aus Hessen, der dort den Tellerwaldhof bewirtschaftet. Agrar ist Mitglied im Agrar- und im Umweltausschuss und auch Sprecher, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament. Ja, und auch der Bodenfan, kann man sagen. Ja, wie schätzen Sie drei den Vorstoß der Kommission ein? Vielleicht beginnen wir mit Ihnen, Frau Mortler. Wie schätzen Sie den Vorschlag ein und vor allen Dingen, werden Sie ihn unterstützen und weiterentwickeln? Also, erstmal herzlich grüß Gott, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank, Frau Busse. Ich fange gleich mit Ihnen an, denn Sie haben eingangs einen Satz gesagt, der Boden soll endlich geschützt werden. Da ist es mir aus Sicht einer Bäuerin, eines Bauers, zweiteilig ergangen, weil ich gedacht habe, was haben denn unsere Bauern und Bäuerinnen bisher gemacht? Reden wir nicht über die schwarzen Schafe, reden wir über die, die wir jetzt gerade auch in den einzelnen Filmen schon gehört haben. Erstens. Zweitens, ich bin überzeugt, dass ein gesunder, ein fruchtbarer Boden das Kernstück unserer Lebensgrundlage, nämlich die für Mensch, für Tier und Pflanze ist und für die Landwirtschaft damit auch die wichtigste Produktionsgrundlage. Das heißt, zweitens, der Humus ist das Herz des Bodens und heute ist schon mehrfach das Thema Kohlenstoffspeicher angesprochen worden. Wir wissen, dass die Ozeane der größte Kohlenstoffspeicher sind, dass aber unmittelbar danach unsere Böden kommen. Und hier, glaube ich, ist viel, viel mehr Luft drinnen, als uns allen bewusst ist. Und hier sehe ich auch eine gemeinsame Basis. Ich möchte von meinem Manuskript abweichen, weil mir ein Satz von Herrn Bommert in Erinnerung geblieben ist, nämlich der Kapitalmarkt ist in diesem Kontext zum neuen Player geworden. Und ich sage Ihnen, mich treibt das Thema anonyme Kapitalgesellschaften, Kapitalmärkte um, weil wir wissen doch alle, dass Böden, dass Flächen nicht vermehrbar sind. Und dass es im Moment in Deutschland, aber in Europa insgesamt einen Run, ich sage versteckt gibt auf diese Flächen. Und
Landwirtschaft, und ich fokussiere mich jetzt in erster Linie auf Landwirtschaft, ist ja aus meiner Sicht dann am besten eingestellt oder aufgestellt, wenn Eigentum möglichst breit gestreut ist. Es ist gut für die Landwirte, es ist aber gut für unser gesellschaftliches System. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der so schleichend daherkommt. Zweitens Flächenfraß, Flächenverbrauch. Auch dieser Punkt kommt aus meiner Sicht zu wenig vor. Wir wissen, das ist, ich glaube, vor 10 Jahren schon in Deutschland von Seiten des Bauernverbandes eine Petition gegeben hat, die darauf abzielte, nämlich auf ein gesetzlich verankertes Gebot der Erhaltung von landwirtschaftlichen Flächen. Was bisher passiert ist, wissen wir nichts. Und dieses Ziel gilt ja nun auch für alle Mitgliedstaaten, gilt für Europa. Ich möchte noch einige Zahlen einfügen, nämlich dass die Ackerfläche pro Kopf, wenn meine Zahlen stimmen, 1970, also weltweit gesehen, noch 3.500 Quadratmeter betrugen, dann jetzt 2013 2.100 Quadratmeter und 2050 nur noch 1.000 Quadratmeter pro Kopf. Also diese Zahl muss uns erschrecken, und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem ganzen Kontext Bodenverbesserung, Ökologie, das heute schon sehr ausführlich zu Wort gekommen ist. Wir wissen, dass die neue GAP unseren Landwirten und Landwirtinnen mehr abverlangt. Wir haben uns darauf verständigt, geeinigt, und das ist auch gut so. Wir wissen zumindest aus deutscher Sicht, dass es keinen Euro mehr ohne Gegenleistung gibt bzw. geben soll, und dass die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, dieses eine Ziel hat, nämlich den Boden ganz besonders im Blick hat im Sinne einer nachhaltigen Nutzung. Die Frage, die Sie eingangs gestellt haben, was halten Sie nun von der Bodenschutzstrategie der Europäischen Kommission? Ehrlich gesagt, und ich bin da wahrscheinlich die Einzige in der Runde, die sagt wenig. Mir ist es wichtiger, dass jeder Mitgliedstaat und jeder Einzelne hier seine Hausaufgaben macht. Und unter Hausaufgaben verstehe ich durchaus, dass die Kommission versucht, im Sinne von Beratung, im Sinne von praktikabler Umsetzung, mithilfe eines Tools, wie auch immer, unsere Bäuerinnen und Bauern in Europa in die Lage versetzt, bestes Wissen, neuestes Wissen auf dem Acker, auf den Böden in die Praxis zu bringen. Und mich hat auch ein Wort wieder aufgeschreckt, das war das Thema Business Partner, die Kommission hier bedienen will, wo ich feststelle, mit der Landwirtschaft, Stichwort Zertifizierung und so weiter, wird oft sehr viel mehr Geld verdient als in der Landwirtschaft. Und damit bin ich beim nächsten Stichwort Bürokratie. Ich habe größte Sorge, dass vieles gut gemeint ist. Ich teile vieles, was vorgeschlagen worden ist, aber es am Ende wieder zu einem Bürokratiemonster kommt. Und ein letztes, diese öffentliche Konsultation wird jetzt kommen. Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, dass öffentliche Konsultationen teilweise auch von politischen Parteien missbraucht worden sind. Was ich mir wünsche, sind wissenschaftsbasierte, sachliche Aussagen und Möglichkeiten, sprich Maßnahmen, damit wir unsere Bäuerinnen und Bauern in die Lage versetzen, beim Thema Boden insgesamt noch besser zu werden und noch schneller zu werden. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Frau Mordler. Ich denke, das ist ganz viel Stoff für die Diskussion gleich, aber wir hören erstmal, was Maria Neuchel zum Vorschlag der EU-Kommission sagt. Gehen Sie mit. Wie schätzen Sie den Vorschlag ein? Wie werden Sie den unterstützen? Ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Und es fällt mir jetzt nach der Frau Mordler gar nicht leicht, auf Ihre Fragen zu antworten, weil ich am liebsten natürlich eins zu eins auf Frau Mordler antworten würde.
Frau Mortler ja auch auf uns Bezug genommen hat, dürfen Sie beides machen, nur die Zeit ein. Ich sage nicht nur, dass die Bodenstrategie mehr als überfällig ist. Sie war ja schon mal, es gab schon mal einen Anlauf, dass eine Bodenstrategie gemacht wird, wurde damals unter anderem auch von Deutschland, auch von der Partei von Frau Mortler blockiert. Und deswegen ist es jetzt absolut wichtig, dass wir endlich eine Bodenschutzstrategie, eine Bodenstrategie bekommen. Es geht nicht um einzelne schwarze Schafe. Um die geht es nicht, die gibt es, die wollen wir alle bekämpfen, da sind wir uns einig. Es geht um falsche Systeme. Und ich möchte mal drei Punkte einfach nennen. Das System der Ausbeutung innerhalb der Landwirtschaft. Es werden nicht nur Tiere ausgebeutet, es werden nicht nur Menschen ausgebeutet. Das ist mir als SPD-Frau auch ganz wichtig, immer auf den sozialen Bereich hinzuweisen. Sondern es wird einfach auch der Boden ausgebeutet. Und zwar nicht, weil ein böser Landwirt unterwegs ist. Gottes Willen, ich denke mal, wir alle engagieren uns in der Landwirtschaft, weil wir wissen, wie wichtig die Landwirte, die Landwirtinnen sind. Ein System des Preisdrucks, ein System des Müssens, ein System, der immer mehr rausholen aus jedem Quadratmeter, ein System der hohen Pachtpreise. Könnte man viele Punkte nennen, warum die so sind, warum das so ist. Ich war damals die Berichterstatterin für den Bericht der Landkonzentration in Europa. Und das geht nicht schleichend daher, die Landkonzentration, sondern die geht ganz konkret voran und das ist wirklich ein ganz großes Problem. Das heißt, wir haben ein System der Ausbeutung und da ist der Boden einfach ein Punkt. Es gibt so ein böses Sprichwort in Bayern, du kannst viel verdienen in der Landwirtschaft, wenn dir die Menschen, die Tiere und der Boden nicht leid tun. Und das ist nicht, dass ich das den Landwirten unterstellen will, dass sie so sprechen, sondern es ist ein System, das müssen wir wirklich knacken. Und wie können wir so ein System knacken? Indem wir als allererst natürlich alle Förderungen wegnehmen, die dieses System in die Richtung treiben. Das heißt, wir geben ja immer noch Millionen und Milliarden aus. Und Frau Mortler, wenn Sie sagen, es gibt keinen Euro mehr ohne Gegenleistung, muss ich einfach sagen, da haben Sie nicht recht. Wir haben immer noch über 70% der Zahlungen im europäischen Bereich für die Landwirtschaft, die rein über Flächenzahlungen gehen. Und die Konditionalität, dieses Einhalten von Mindeststandards als Gegenleistung zu definieren, das ist schon sehr vermessen. Also da muss ich einfach sagen, es gibt Gelder ohne Gegenleistung, es gibt Massengelder ohne Gegenleistung, es gibt vor allen Dingen Gelder für die ganz, ganz großen landwirtschaftlichen Unternehmen, Holdings, was auch immer, ohne Gegenleistung. Und das ist eine Katastrophe, denn diese Gelder gehen uns verloren, um woanders mit den Geldern was zu bewirken. Gelder sind wie Pflanzen, die müssen gesetzt werden und dann müssen sie wachsen können. Wenn aber Gelder einfach nur verteilt werden, ohne wachsen zu können, ist es ein Problem. Das heißt, wir haben hier ein ganz, ganz großes Systemproblem. Wir haben aber nicht nur das Problem der Ausbeutung innerhalb der Landwirtschaft bei uns, sondern wir haben auch ein System, dass wir immer global glauben, Player sein zu müssen. Dass wir uns exportorientiert aufstellen, dass wir glauben, es gibt ja immer noch welche, auch Teile des Bauernverbands, die behaupten, wir müssten die Welt ernähren. Nein, wir sollen endlich so agieren, dass die Welt sich ernähren kann, dass andere sich ernähren können. Also wir müssen vom Exportgedanken endlich mal weg und wir müssen kapieren, dass das auch einen wahnsinnigen Druck auf unseren Boden gibt. Wer glaubt, dass wir mit unserem europäischen Boden die Welt ernähren, muss verstehen, welchen Druck wir da auf unseren Boden ausführen. Deswegen hier nochmal ein ganz wichtiger zweiter Systempunkt, Ausbeutung 1, zweiter Punkt, Globalisierung. Was für mich einfach ein Ende haben muss, und da bin ich einfach ungeduldig, und da merken Sie auch, dass ich zornig werde. Ich kann das Wort freiwillig nicht mehr hören. Ich kann das Wort freiwillig nicht mehr hören. Weil freiwillig ist so wie wir warten drauf, bis der Letzte auch noch meint, er könnte mitmachen. Nein, ich wünsche mir, dass die Bodenstrategie verpflichtende Programme bringt, verpflichtende Themen bringt und dass es nicht eine Freiwilligkeit gibt des Mitmachens, sondern es muss klar sein, dass wir hier, und da möchte ich den Reden aus Italien unbedingt absolut recht geben, es geht hier darum, dass die gesamte Bevölkerung von einem gesunden Boden abhängig ist. Dann kann es der Umgang mit dem Boden nicht freiwillig sein. Wir sind ja nicht im Wünsch-dir-was-Land. Sondern der Umgang des Bodens hat mit dem Überleben der Menschen zu tun, wie auch der Umgang mit dem Wasser mit dem Überleben der Menschen zu tun hat und auch mit dem Klima. Deswegen muss die Freiwilligkeit hier meiner Meinung nach ein Ende haben. Was würde ich, und abschließend zu meinem Punkt, was würde ich sagen, was wir dringend brauchen? Endlich Umweltschutz, Klimaschutz, Bodenschutz gemeinschaftlich mit dem Thema Landwirtschaft denken. In der EU ist es leider oft noch so, dass es so den Landwirtschaftsausschuss gibt und dann gibt es den Umweltausschuss, der was anderes will. Das muss endlich in eine Hand zusammengeführt werden. Und deswegen ist eine Bodenstrategie, die vor allen Dingen auf so viele Füße steht, wie sie auch von dem Vertreter aus der Kommission deutlich gemacht wurde, diese ist absolut wichtig. Der Bodenschutz ist wichtig. Und vielleicht noch einen Blick
in die deutsche Seite. Ich finde es wahnsinnig schwierig, Frau Mortler, Sie haben auch nochmal das Thema landwirtschaftlicher Boden geht verloren. Ich finde es schwierig, wenn Ausgleichsflächen bekämpft werden, aber nicht der Eingriff. Wir haben doch die Eingriffe zu bekämpfen. Großer Bau von großen Straßen und so weiter, die haben wir zu bekämpfen und nicht erst Eingriffe zulassen, aber sich dann, und möchte ich Sie nochmal nennen, Frau Mortler namentlich, sich gegen Ausgleichsflächen stellen. Das ist doch pervers. Wir müssen erkennen, der Kniefall passiert oder der Sündenfall passiert im Eingriff in den Boden, nicht wenn Ausgleichsflächen nötig werden. Ganz herzlichen Dank. Man könnte wahnsinnig viel zu dem Thema reden, bei Adam und bei Eva anfangen. Ich glaube, ich habe ein paar Punkte angesprochen und freue mich auf die Diskussion. Und ich glaube, die Dringlichkeit ist auch klar geworden, die mir immer öfter begegnet in der Landwirtschaft, im Naturschutz und jetzt auch gerade bei Ihnen im TOM. Ich hoffe, wir nehmen die gleich mit in die Diskussion. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf Martin Häusling, was er zu sagen hat zur Bodenschutzstrategie und natürlich auch zu den Punkten seiner Vorsprecherinnen. So, Martin Häusling. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es gibt viel zu sagen. Aber erstmal die positive Botschaft in Richtung EU. Die neue deutsche Bundesregierung wird sich nicht gegen die Bodenschutzstrategie stellen. Das haben wir ausdrücklich und dafür habe ich auch gekämpft, im Koalitionsvertrag vereinbart, sodass also es nicht an Deutschland scheitern wird, wenn die Europäische Union den Boden in den Fokus nimmt. Und ich halte das auch eigentlich für selbstverständlich. Wir haben eine Gesetzgebung, die das Wasser schützt. Wir haben eine Gesetzgebung, die Luft schützt. Und da können wir ja nicht sagen, der Boden, von dem wir alle leben, den überlassen wir gerade den jeweiligen Regierungen der Mitgliedsländer. Nein, da brauchen wir eine europäische gemeinsame Herangehensweise. Und das kann ich nur begrüßen. Zunächst mal der Punkt, der in der Bodenschutzstrategie ja nicht dabei ist, das ist das Thema Flächenversiegelung. Also ich komme ja aus Nordhessen. Bei uns wird gerade eine Autobahn durch die Landschaft geprügelt, die A49. Und man sich denkt, wie kann das eigentlich noch im 21. Jahrhundert passieren? Ja, also ohne Rücksicht auf irgendwas, sondern gerade Straßen durch die Landschaft geprügelt. Das andere ist, Hessen hat mit der Wetterau die schönsten und besten Böden in Deutschland. Da kommt ein Logistikzentrum nach dem nächsten. 50 Hektar jetzt ein großer Anbieter, der da ein neues Lager erbaut. Und zwar auf den besten Böden, auf 80er Böden. Das ist ganz selbstverständlich, weil die Kommunen leben von Gewerbesteuer und da macht sich auch keiner mehr Gedanken drum, dass da die besten Böden verloren gehen. Das Thema müssen wir auch angehen in der Bodenschutzstrategie. Da können wir nicht nur sagen, die landwirtschaftlichen Flächen im Blick nehmen, sondern das ist auch ein Kern dessen. Und ich denke, wir müssen da beim Bodenschutz systemisch denken und nicht jetzt auf einzelne Maßnahmen uns fokussieren. Und da sage ich mal, da ich ja schon jetzt fast 35 Jahre Ökobauer bin, wir haben damals als Ökobauern als erstes die Spartendiagnose gelernt. Ja? Guck dir den Boden an, guck dir die Struktur an und dann weißt du, was du damit machen kannst und wie du ihn verbessern kannst. Wir sehen ja heute, dass wir bei den meisten landwirtschaftlichen Böden, die Kommission hat es kurz angesprochen, einen Verlust haben, an Humus, einen Verlust haben, damit auch an CO2. Das heißt, die Landwirtschaft, wie ja immer so gepredigt wird, ist ja nicht derjenige Bereich, der was zur CO2-Speicherung macht, sondern so wie wir Landwirtschaft betreiben im Moment, ist die Landwirtschaft auch ein Emittent von CO2 durch den Humusverlust. Und ich denke, da müssen wir auf die Systeme gehen. Welches Agrarsystem fördert denn den Humusaufbau? Auch von der eigenen Philosophie hier, und das ist der Ökolandbau. Ja, und deshalb begrüße ich es, dass zu dieser Bodenstrategie auch die Kommission sich dazu bekennt, und das haben wir im Parlament ja auch unterstützt, 25% der Flächen sollen bis 2030 ökologisch bewirtschaftet werden. In Deutschland haben wir ja ein 30%-Ziel. Und dann sage ich nochmal so was da zum Beispiel prägend ist. Wir haben ja, es ist ja schon besprochen worden, die GAP-Reform. Was haben viele Umweltverbände gefordert? Und das auch wir unterstützt haben, ist, dass wir eine vernünftige Fruchtfolge wieder zur Voraussetzung für Zahlungen machen. Vernünftige Fruchtfolge heißt nicht, wie es jetzt Praxis ist, Mais, Weizen, Gerste. Das ist keine Fruchtfolge, sondern das ist eine Maßnahme, um den Boden von Humus zu befreien. Und deshalb wäre eine Fruchtfolge, in der zum Beispiel Leguminosen Bestandteil sind, eine Maßnahme gewesen, auf die man bei Zahlungen hätte berücksichtigen können.
Wir haben heute 22% der Fläche in Deutschland sind tatsächlich Maisflächen. Mais ist ein Humuszehrer. Aber die Fläche, die zum Beispiel bestellt wird mit Leguminosen, sprich auch zum Beispiel gerade für den Ökolandbau wichtige Pflanze wie Klee oder Luzerne, das liegt unter 1%. Und da müssen wir doch rangehen. Solche Pflanzen sind Gesundungspflanzen für den Boden. Und das hätten wir etablieren können in der Fruchtfolge, in der GAP, wenn wir eine Fruchtfolge verbindlich vorgeschrieben hätten. Haben wir aber leider nicht. Und deshalb steht da eine Ausgabe von 50 Milliarden Euro für die gemeinsame GAP jedes Jahr. Mit den 50 Milliarden Euro entgegen, die der Humusverlust und die Degradation von Böden uns als Gesellschaft kostet. Und wir hätten diese 50 Milliarden wirklich besser einsetzen können. Und ich hoffe auch immer noch, dass wir jetzt mit Maßnahmen wirklich was erreichen können, wenn man die nationalen Strategiepläne, also das, was jetzt umgesetzt werden muss, da gibt es viele Möglichkeiten für die Mitgliedsländer, das zu verbessern. Was wir nicht machen sollten, das macht mir ein bisschen Sorgen, das sage ich ja auch, dass jetzt die Carbon Farming Strategie der Kommission jetzt doch wieder sehr technisch ausgelegt ist. Und da habe ich so die Befürchtung, ja, die Bauern sollen bezahlt werden für die CO2-Speicherung im Boden. Und da sitzen natürlich gleich wieder Industrievertreter und da sagen, hurra, wir haben eine Lösung, Biochar, also Pflanzenkohle in den Boden und dann können wir den Humusaufbau fördern. Das ist schlichtweg Unsinn. Ja? Wir müssen das System fördern, das heißt, die Bauern müssen über eine nachhaltige Landwirtschaft diese CO2-Speicherung erbringen. Ich kann nämlich auch ganz schnell wieder den CO2 aus dem Boden quasi rausbekommen, wenn ich eine unvernünftige Fruchtfolge mache. Und deshalb müssen wir darüber reden. Und wir müssen darüber reden, und die Farm-to-Fork-Strategie ist ja schon benannt worden, Schutz des Bodens heißt auch Schutz vor Pestizidbelastung. Ja, gestern wurde ja von der Böll-Stiftung der Pestizidatlas herausgebracht und da zeigt sich, wie dramatisch eigentlich die Auswirkungen von Pestiziden sind. Aber es wird immer nur die oberirdische Sache beguckt. Aber wenn wir uns mal das Bodenleben anschauen, da wissen wir eigentlich nichts. Wir müssen die Pestizidbelastung reduzieren. Und das Letzte ist, dass wir natürlich auch den Stickstoffeinsatz begrenzen müssen, den mineralischen Stickstoff, der schon allein 2% der globalen CO2-Ausstoßes fabriziert. Und als allerletztes so Mittel wie Glyphosat, ja, die müssen auch weg, weil diese Form von Landwirtschaft, Glyphosat spritzen, gruppern und dann sehen, das ist eine Form von Landwirtschaft, die ist eigentlich nicht mehr akzeptabel. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde ich Sie bitten, nach diesem Ritt einmal durchs Parlament, vielleicht ein kurzes Zwischenfazit. Es gibt da zwischen den einzelnen Parteien keine Einigkeit, aber was von Ihnen allen gesagt wurde, ist auf jeden Fall, dass es ein großes Thema ist, was weit über einen technischen Blick auf den Boden hinausgeht, dass es Flächenversiegelung und aber auch Flächenbesitz, Landgrabbing, wer hat Zugriff auf das Land der Landwirte geht und dass man also über dem vom Boden aus quasi ein Netzwerk in die Wirtschaft, in die Agrarwirtschaft, in die Agrarpolitik spannen muss. Das macht es jetzt nicht einfacher, aber das ist jetzt mal der Startpunkt für die Diskussion, zu der ich Andrea Beste wieder aufs Podium bitten möchte, Herrn Barbero, Herrn Semine und ja, Nina Wolf und Wilfried Bommer sind auf Standby und können sozusagen aus Slow Food und Institut für Welternährungsperspektive vielleicht mal auf die Bühne springen, aber erstmal bleiben wir in dieser Sechser-Koalition und ich würde jetzt vielleicht nochmal Andrea Beste, die nun so ganz unterschiedliche Positionen gehört hat, fragen, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, vielleicht doch eher freiwillig oder das große Ganze verändern mit Flächenzugriff auf die Flächen, Flächenversiegelung begrenzen und Bodenschutz in einem anderen Agrarsystem. Was nehmen Sie da jetzt mit? Also was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass die Flächenversiegelung offensichtlich allen auf den Nägeln brennt und für alle ein großes Thema ist. Und was ich definitiv begrüße und was ich auch selber in meinen Vorträgen häufig sage, ist, dass es wirklich mit der Freiwilligkeit ein Ende haben muss. Und das bedeutet aber nicht, dass man jetzt unbedingt hinter jeden Landwirt jemanden stellt, der Daumenschrauben dabei hat im Koffer, sondern das bedeutet einfach, dass man vernünftige politische Rahmenbedingungen schafft. Das ist erstmal schon mal die Grundvoraussetzung. Und die sollten grundsätzlich geschaffen werden und nicht nur da, wo es Geld dafür gibt. Allerdings sind die Rahmenbedingungen dort, wo es öffentliche Gelder ausgezahlt werden, egal an welche Empfänger, das wird ja nicht nur an Landwirte ausgezahlt,
Aber genau da, finde ich, sollte man noch genauer hinschauen, wie die Voraussetzungen dafür sind, damit man diese Gelder bekommt. Und da hat Freiwilligkeit überhaupt gar nichts zu suchen. Wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, dann muss sehr genau definiert werden, was und wann bezahlt wird. Und da hat man definitiv dann auch, und da haben wir ja auch Rückhalt aus der Wissenschaft, wir haben jede Menge Gutachten von unseren die Regierung beratenden Institutionen, die in den letzten Jahren leider zu häufig in Schubladen verschwunden sind. Aber wir haben da ausreichend Gutachten. Wir müssen also jetzt nicht in kleinen Gruppen Meinungsunterschiede dort treffen, sondern wir haben in sehr vielen Bereichen ausreichend gute Basisinformationen aus der Wissenschaft, welche Grundlagen wir als Voraussetzung schaffen sollten, damit Menschen Gelder bekommen können. Und das gilt auch gerade für die Landwirtschaft und das gilt auch gerade fürs Bodenmanagement. Danke, Herr Simine. Sie haben jetzt zugehört, wie deutsche Europaparlamentarier über die Bodenschutzstrategie geredet haben, wie sie die geöffnet haben in Zusammenhang mit Agrarpolitik, mit ja auch Wirtschaftspolitik. Können Sie uns vielleicht als jemand, der einen Überblick hat über die Debatten in anderen europäischen Ländern, ein bisschen einen Eindruck geben, wie in anderen Ländern über die Bodenschutzstrategie debattiert wird, wie Sie die Chancen einschätzen, dass wirklich daraus ein Instrument mit scharfen Zähnen wird, was wirklich etwas erreichen kann? We surely need We are very positive about the strategy, but we are very worried about the fact that without bending regulations, the targets are risk to be written on the sand. And I see that from the debate that we have a very similar problems. In example, the problem of the logistics settlements. Also in Italy, we have a real huge problem with the expansion of the logistics sector that is consuming a huge amount of the best land, agricultural land. And the problem is that there is not a common flagrant for the economic logistic operators. And they say this particular sector as a need to the need is that of realize in a very short time their settlement in a free land, and they say if we are not able to develop a settlement in Italy because there is a national regulation against the soil, against the land take, the soil consumption, well, no problem. We go in France, we go in Austria, or in Germany where there are different regulations. Well, we need common regulation also for having an economic development that cannot joke with national different regulation. This is the same for the soil contamination rules. If you need to create a new settlement, a new industrial settlement by a multinational enterprise, and you need a piece of land where to build your settlement, you often look to the national regulation on soil pollution. And you discover that, an example, that Italian regulation for soil pollution are much more strict than the Austrian ones, in example, or the Spanish one are different. So having different regulation create a distortion in economy, and this is not acceptable for an environmental sector such as the soil. Soil protection. We need a common playground also for economy to avoid to make dumping, environmental dumping. So this is a real need. Ganz herzlichen Dank für dieses große Plädoyer für europäisches Zusammengehen. Bevor ich jetzt nochmal an Herrn Barbero
gebe und Ihnen frage nach seinen Eindrücken, würde ich Sie alle einladen. Sie können uns gerne Fragen im Chat schicken. Wir hatten gedacht, Sie melden sich auch alle zu Wort, aber jetzt sind wir so viele, dass das, glaube ich, hier das Organisieren sprengen würde und die Bühne sprengen würde. Aber schreiben Sie gerne in den Chat, was Sie noch wissen wollen. Aber zunächst, Signore Barbero, Sie haben jetzt zugehört zu diese unterschiedlichen Positionen, aber auch, Sie haben, glaube ich, auch die Dringlichkeit gehört, die viele Leute spüren. Was sind Ihre Eindrücke dazu? Haben Sie das Gefühl, das ist auf einem guten Weg? Well, I have a positive feeling because I see that there is actually one common point where there is agreement, which soil is key, is very important, and we need to do something, to act. Now, the soil strategy is there, but we have still to agree on the soil health law. In 2023 is very near. So we need to do intensive work in this year, 2022, to find an agreement. The ambition of the European Green Deal is very high. So we will look at all the options, including alternative options, because that's how the process is. Huh? So in the impact assessment that we will do to prepare for this law, we will take into account not only the legislative mandatory options that are already mentioned in the soil strategy, but also we will go through the alternative options, and there we will use scientific evidence, as Dr. Andrea Beste said, the available evidence to judge if the costs and benefits of the options are well balanced or not. I would say also that we are not forgetting that soil protection is a shared competence between the EU and the member states. So we have to find the right balance of what has to be done. For example, at EU level, we could set the target for the whole EU and leave some flexibility to member states to adapt to the specific conditions of soil, because soil, there is a big variety of soil in the EU, so we have to adapt to that. But at the same time, we need to reach the objectives. So we have to ensure that the options that we are putting on the table, they are effective, they can reach the... So there is a big work in front of us, and I would just finish by saying that the Commission President Ursula von der Leyen, she is very well aware that we should not increase the administrative burden. So this will be for sure a key point in any proposal we will come. We will be very much scrutinized to avoid any not needed burden from that point of view. Herzlichen Dank, Frau Mortler. Ich frage mich, ob wir Sie jetzt wieder an Bord bekommen für die Bodenschutzstrategie, weil Sie haben es gerade gehört, das Problem der unfassbaren Bürokratie, die viele landwirtschaftlichen Betriebe quasi lahmlegt, ist angekommen in Brüssel. Aber Sie haben auch gehört, dass es ja zwingende sozusagen wirtschaftspolitische Gründe gibt, dass dieses Umweltdumping in Europa nicht stattfindet und dass eine Freiwilligkeit dem Erreichen dieser wissenschaftlich festgelegten Völkerrechte verbindlichen Zielen ja auch ein bisschen entgegenspricht. Wenn jetzt Herr Barbero sagt, es gibt einen Spielraum für die Länder, dass die jetzt auf ihre spezifischen Situationen eingehen können in der Strategie, kriegen wir sie dann an Bord zu sagen, wir unterstützen das, dass es das jetzt gibt, wie auch eine Wasserrahmenrichtlinie und Düngerichtlinie ist auch alles europäisches Recht, was eigentlich gut ist für die Erreichung von Umweltzielen. Frau Mortler, kriegen wir Sie an Bord? Entschuldigung, die Frage war an mich gerichtet. Ja, aber bitte, natürlich, weil alle anderen haben gesagt, wir brauchen das. Und ja, Sie haben gesagt, ach, lieber auf Mitgliedsebene. Und deshalb würde ich Sie gerne jetzt in die Gruppe holen, die sagen, wir brauchen eine europäische Regelung aus vielen guten Gründen. Also ich bin ja ein spontaner Mensch, ich bin ein flexibler Mensch, ein zukunftsgerichteter Mensch und trotzdem habe ich noch meine Bedenken, meine Vorbehalte. Ich stelle mir das einfach vor, wie das praktisch ablaufen soll. Natürlich wollen wir alle einen Mehrwert,
Aber die Frage ist dann auch auf der anderen Seite, wer kontrolliert, auch wenn es diese Spielräume geben soll. Spielräume sind immer gut. Wir wissen, wie viele Bodenarten wir haben, wie viele Bodentypen wir haben. Dass das von Region, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich nehme das jetzt erstmal zur Kenntnis. Was ich aber noch sagen will, ist zu Farm to Fork. Ich erinnere, dass im Vorwort der Farm-to-Fork-Strategie Folgendes zitiert ist, sinngemäß. Wir produzieren in Europa die sichersten, die qualitativ hochwertigsten Nahrungsmittel weltweit. Und die EU-Kommission führt es dann weiter hinten darauf zurück, dass sie bisher eine gute Politik gemacht hat, weil sie sagt, wir sind Spitze in der Welt. Das lasse ich jetzt mal so stehen und das ist doch auch eine wichtige Aussage. Im Zusammenhang haben wir gute Böden, wie ertragreich sind die Böden, wenn man sieht, was vor 50 Jahren auf dem gleichen Boden zum Beispiel geerntet worden ist. Zweitens, wir haben eine Verantwortung weltweit. Wir wissen aber auch, dass die Weltbevölkerung wächst. Und wenn die Farm-to-Fork-Strategie am Ende dazu führt, zu sagen, ist seriöse Experten, dass wir noch mehr Lebensmittel nach Europa einführen müssen und wir sind ja jetzt schon Nettoimporteur, dann nehmen wir auf der anderen Seite ja den Menschen in den Entwicklungsländern oder auf dem Rest der Welt Nahrungsmittel weg. Ich möchte mal die andere Argumentation, liebe Frau Neuchel, aufgreifen. Ja? Wir können die Weltbevölkerung und die Entwicklung nicht beeinflussen. Aber wir sehen einfach, wenn wir nach Europa mehr Nahrungsmittel einführen müssen, und das ist jetzt schon der Fall, unterm Strich, dann ist es zwar gut für uns, ja, aber schlecht für diejenigen, die mehr auf Essen angewiesen sind als wir. Und zum Pestizidatlas vielleicht noch, Herr Häusling, Sie wissen, dass da schon ein bisschen Meinungsmache dabei ist. Und auch hier möchte ich festhalten, dass ich froh und glücklich bin. Und ich sage das ausdrücklich als jemand, der von einem Naturlandbetrieb kommt. Das heißt, unser Betrieb wirtschaftet nach Naturlandkriterien, dass wir Gott sei Dank in Europa die strengsten Pflanzenschutzgesetze haben, dass bei uns Pflanzenschutzmittel erlaubt sind oder nicht erlaubt sind, die anderswo immer noch erlaubt sind oder nie erlaubt waren. Und dass wir in diesem Sinne natürlich auch weitermachen müssen. Aber es ist aus meiner Sicht eine Illusion, wenn sich das Klima ändert, wenn sich das Wetter ändert, dass man grundsätzlich auf Pflanzenschutzmittel verzichten kann. Das gilt sowohl für den Öko- als auch für den konventionellen Anbau. Das wäre gerade so, als wenn ich sagen würde, wir verzichten auf Menschheit in Zukunft, auf Medizin, um uns gesund zu machen oder gesund zu halten. Also auch das möchte ich nochmal in den breiteren Kontext stellen, denn das ist für mich Nachhaltigkeit, wenn ich dafür sorge, dass Pflanzen gesund bleiben bzw. wieder gesund werden und ich eine gesunde Ernte am Ende einfahren kann. Aber Sie haben doch auf Ihrem Naturlandhof bestimmt auch gesunde Pflanzen. Ich glaube, wir müssen ja, über das Thema... Ja, aber ich bin eine Vertreterin einer Partei, die sagt, ich fühle mich allen verpflichtet. Ich sage nicht, ich gehöre zu den Guten, die anderen sind mir wurscht. Sondern auch das gehört zur Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört auch, dass ich Gott sei Dank in der Praxis Ökobetriebe und konventionelle Betriebe immer mehr aufeinander zu bewegen, das heißt voneinander lernen. Und das finde ich eine wunderbare Entwicklung, die wir ja loben sollten. Auf jeden Fall. Die Landwirte kenne ich auch, die sagen, ich will gerne weniger Pestizide einsetzen. Das geht mit breiterer Fruchtfolge und da muss auch der Handel und das Wirtschaftssystem helfen. Das klären wir heute nicht mehr, weil wir noch über den Boden weitersprechen müssen. Aber vielleicht dürfen wir Sie zum nächsten Werkstattgespräch über Pestizide einladen. Plane ich jetzt einfach mal so voraus. Ich glaube, da gibt es großen, großen Redebedarf. Aber jetzt nochmal an Sie alle. Wir haben noch diese Frage der Flächenversiegelung, wie man die stoppen kann. Und ganz am Anfang wurde der Vorschlag gemacht, ob es nicht ein Zertifikat geben könnte für Flächenentsiegelung. Also wir müssten politisch beschließen, Versiegelung geht nur noch, wenn
gleichzeitig Flächen entsiegelt werden. Wie kommt man da voraus? Nordrhein-Westfalen hatte ein Flächenversiegelungsbegrenzungsziel, das hat eine, auch eine konservative Regierung wieder gekippt und das war nicht mal mehr das Nullziel, sondern nur weniger versiegeln. Wie sieht es aus? Schaffen wir europaweit da irgendwie eine Zahl dran zu kriegen? Herr Barbero, es wurde ja gesagt, eigentlich bräuchten wir da auch noch irgendwas Verbindliches, damit eben nicht mehr passiert, dass bestes Ackerland versiegelt wird. Denn es ist ja völlig klar, Logistikzentren baut man nicht in den Bergen auf steinigen Böden, sondern die baut man in den fruchtbaren Flussebenen, wo die Straßen auch laufen und damit gefährden sie unsere Welternährung. Wer hat Vorschläge zum Thema Versiegelung? Zunächst Herr Barbero. Yes, thank you for the question. Well, the soil strategy calls the member states, actually, each of them, to set up targets for the reduction of land take. This is a call, so it's not mandatory, but that's an important call. Now we are considering in the coming soil health law to make some binding provisions actually for member states, for example, to report on their progress towards their own targets after having clearly defined what we mean by land take, because also there are some discussions of what should be included and taken into account or not. But for sure, the unsealing should be counted, because that's even if the soil is not immediately of the same quality of another soil. But that's so there are already actions in the soil strategy, but they are voluntary for member states to do it. And there are also actions to be defined in the coming law. Ich lade Sie alle, herzlichen Dank, ich lade Sie alle ein, in den Chat zu gucken, denn da kommen beinahe sekündlich gute Vorschläge, jetzt zuletzt gerade die Vorschläge des Umweltbundesamts, das sich ja auch für Bodenschutz einsetzt und die Potenziale dieser Entsiegelung schon lange beschrieben hat. Vielleicht jetzt nochmal an die Parlamentarierinnen, jetzt Frau Neuchel und Herr Häusling. Wir haben gesehen, die Machtverhältnisse sind, wie sie sind, eine unmittelbare Verbindung Bodenschutz, Wasserrahmen, Richtlinie Europäische Agrarpolitik ist versucht worden, aber nicht gelungen. Jetzt steht so ein bisschen die Farm-to-Fork-Strategie in der Luft mit großen, großen Umweltzielen. Wie realistisch ist jetzt, dass die Bodenschutzstrategie tatsächlich verbindliche Ziele europaweit durchsetzt, die unserem Ziel gesunden Boden und einem, ja, auch einem anderen landwirtschaftlichen System, das Landwirten und Konsumenten und Umwelt reicht? Wie realistisch ist das? Wie schätzen Sie das ein? Ich weiß nicht, wer mag zuerst? Frau Neuchel, Sie waren eben spürbar betroffen. Deshalb fangen Sie an. Ja, und mein Büro hat mir sofort rückgemeldet, ich hätte wieder viel zu schnell gesprochen. Wahrscheinlich werden die Übersetzerinnen gar nicht mitkommen. Deswegen versuche ich es ein bisschen langsamer. Aber wenn ein Thema mir ganz wichtig ist, dann geht der Mund über. Ich möchte einfach sagen, wenn ich aufhören würde, daran zu glauben, dass wir politisch was verändern können, würde ich in der Früh im Bett bleiben. Das heißt, natürlich habe ich eine Grundeinstellung, dass jedes Handeln, ich bin der Kommission dankbar für den Vorschlag, ich hoffe, dass wir im Parlament eine progressive Erklärung daraus machen, ich hoffe, dass es zu Umsetzungsfortschritten kommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sieht, und ich glaube, das haben wir jetzt auch bei dem Beitrag von der Frau Mortler gehört, es gibt so viele, die einfach die Ist-Situation als die Gottgegebene sehen und die sie verteidigen und so wenig bereit sind, aus der Couchzone, aus der Komfortzone rauszugehen, wirklich in die Zukunft. Ich glaube, das ist aber wichtig. Wir müssen die Komfortzone, die Couchzone verlassen. Wir müssen merken, dass auch wenn wir vielleicht irgendwo bescheinigt bekommen, ja, in Europa ist ja noch einiges ganz gut, dass das uns nicht dazu bringen darf, auf der Couch zu bleiben. Zu glauben, wir sind besser als die anderen, und das haben wir schon jetzt die Genehmigung weniger zu tun. Wir haben sogar die Verpflichtung, mehr zu tun, weil wir oftmals mehr Wissen haben, weil wir oftmals mehr Geld haben, mehr Möglichkeiten haben, mehr Wissenschaft haben. Wir haben die Verpflichtung, auch weltweit voranzugehen, wenn es um Bodenschutz geht. Und ich denke mir, das ganze Leben kommt aus dem Boden. Deswegen hat Boden- und Wasserschutz oberste Priorität. Und ich würde mir wünschen, dass vor allem die Landwirte, die Landwirtschaft insgesamt versteht, dass es doch zu ihren Gunsten ist, Boden zu schützen. Es ist doch komisch, wenn immer der Gedanke aufkommt, als würde es Bodenschützer gegen Landwirte geben.
Es ist doch die Landwirtschaft, die am meisten darunter leidet, wenn ein Boden nicht mehr den Ertrag abwirft, den er eigentlich abwerfen könnte oder sich nicht mehr regenerieren kann. Deswegen heißt es hier wirklich, dieser Graben muss geschlossen werden, dass es nicht Umweltschützer gegen die Landwirte gibt, aber es muss ganz klar gemacht werden, heraus aus der Komfortzone. Und Frau Mortler, einfach immer wieder betonen, wie gut bei uns alles ist. Immer wieder das betonen, macht doch die Sache nicht besser. Wir haben eine Problemstellung, wir müssen uns der Sache stellen. Und von uns als Politikerinnen und Politiker wird erwartet, dass wir Lösungen aufzeigen. Und die Bodenschutzstrategie ist eine mögliche Lösung, aber so verbindlich wie möglich. Herr Häusling, nochmal dazu, Martin Häusling, denn für viele Landwirte ist ja jetzt im Moment wirklich eine schwierige Situation, weil durch diese Preisstürze bei Schweinefleisch, durch diesen Druck, sich verändern zu müssen und das natürlich auch in einem Korsett, wo wirklich viele Regeln sind, stelle ich mir vor, auf einem Hof, auf dem ich so unter Druck stehe, ist es erstmal schwer nachzudenken, ich muss alles anders machen. Das kann ich ja nicht auf den einzelnen Höfen ablaufen, wie ablassen und sagen, macht ihr mal, vermarktet mal Buchweizen und Leinen, wenn euch das niemand abnimmt. Wie kann man denn dieses systemische Denken verbinden mit einem Vertrauen für Landwirtschaft, wenn die jetzt investieren, wenn die anders wirtschaften, dass es für sie auch besser wird? Ja, da ist der gute alte Spruch, wir sollten die Qualität bezahlen, nicht die Masse. Ja? Also wir sehen ja jetzt im Schweinebereich, dass selbst Betriebe mit 10.000 Mastplätzen existenzgefährdet sind oder Betriebe mit 300, 400 Kühen. Also der Weg, der in den letzten Jahren beschritten wurde, produziert mal mehr und mehr. Und dann wird es irgendwie schon gut werden, der ist ja nun offensichtlich gescheitert. Heute können ja auch durchaus kleine Betriebe mit einer regionalen ökologischen Produktion überleben, weil sie am Markt ganz andere Preise realisieren. Und ich denke, das ist das System, was wir fördern müssen, was im Mittelpunkt stehen muss. Und ich glaube, dass dann auf diesen Betrieben auch anders mit den Böden umgegangen wird. Also ich sage es mal ganz zynisch, ja? Viele Bauern kommen ja heute auch nicht mehr auf den Boden, ja. Die gucken, ob der 200 PS Schlepper nicht versinkt im Boden und dann war es das. Früher, mein Vater ist immer erst mal abgestiegen und hat mit den Füßen, na, geht's denn oder geht's nicht? Aber bei vielen Bauern ist das heute just in time. Da kommt der Lohnunternehmer, da muss drauf gefahren werden und dann ist der Boden sozusagen entweder befahrbar oder nicht und das ist das der einzige Maßstab. Also da muss man wieder ein bisschen auch die Verbindung zum Boden herstellen. Und ich glaube, was wichtig ist, um das auch nochmal deutlich zu machen, was Frau Mortler eben unterschlagen hat, nach dem Motto, in Europa ist alles gut und die anderen sind das Problem. Solange wir auch, und das müssen wir in den Strategien ja auch mal berücksichtigen, ja 10% der Landfläche, die wir in Europa nutzen, die liegt ja nicht in Europa, die liegt ja in Südamerika, zum Beispiel den Sojaanbau. Ne? Das wird immer verschwiegen, da werden ja keine Lebensmittel, sondern Futtermittel für unsere Landwirtschaft produziert. Das heißt, wir sind ja nicht der große Exporteur und machen die Welt glücklich, sondern wir kaufen anderen sozusagen Lebensmittel weg und schmeißen sie bei uns in den Futtertrog. Auch das muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Das heißt, zur Agrarwende gehört auch eine Ernährungswende, um das hier auch mal deutlich zu sagen. Und das muss aufeinander abgestimmt werden. Aber einen Punkt wollte ich noch sagen zur Versiegelung. Ich glaube, was ist heute für ein Unternehmen ein Maßstab, wo sie ihre Logistikzentren hinstellen? Da ist die Nähe zur nächsten Autobahn wichtig und wie hoch ist der Preis vom Boden. Es werden nicht die Folgekosten gesehen. Und wenn wir irgendwo 100 Hektar Fläche versiegeln, dann müssten eigentlich die Folgekosten den Preis bestimmen. Und dann hätten wir ganz andere Bodenpreise, gerade in Regionen, wo wir wirklich gute Böden haben. Und das wird nicht berücksichtigt. Da müssen wir auch bei dem Geld, sozusagen, was dafür ausgegeben wird, müssen wir einen Preis dahinter setzen, der nicht nur den kurzfristigen Preis, sondern den langfristigen für die nächsten Generationen auch betrachtet. Und dann ein Satz noch zu den Pestiziden, Frau Mortler. Ich finde, wir haben schon so viele Fehler gemacht in Europa, nicht nur in Europa, sondern weltweit, dass wir Pestizide eingesetzt haben, die wir mal für ganz toll gehalten haben, zum Beispiel Neonicotinoide, und haben dann nach 20 Jahren festgestellt, das ist ja hochgefährlich. Ja? Und deshalb ist für mich wichtig, dass wir nicht immer mehr die Böden auch mit Pestiziden belasten. Ich sage es ja nochmal, wir wissen, was oben passiert und das ist schlimm genug, aber wir wissen nicht, was Pestizide langfristig im Boden anrichten. Und deshalb brauchen wir eigentlich noch eine bessere Gesetzgebung, die solche Auswirkungen auch berücksichtigt. Und das macht leider die europäische Politik im Moment nicht. Da wird geguckt, wie viel sterben dann, wie viele Bienen sterben und dann ist es gut oder nicht. Und wir müssen uns mehr mit dem Boden beschäftigen, auch die langfristigen Schutz in den Mittelpunkt stellen.
Nochmal, die Pestiziddiskussion wird fortgesetzt, aber nicht heute primär beim Boden. Denn da würde ich gerne mit Wilfried Bommert einmal weitermachen, ihn auf die Bühne bitten. Denn da ging es ja eben sozusagen beim Intro aus Sicht des Instituts für Welternährung um diese Kapitalmarktfragen. Viele Bauern treibt das an, dass im Moment außerhalb der Landwirtschaft mehr Geld verdient wird. Und viele Leute merken, Land wird eine Kapitalanlage. Deshalb werden ganz, ganz viele Höfe, die jetzt auch noch verschuldet sind, weggekauft. Sodass Landwirte den Zugang aufs Land verlieren. Und das könnte sich alles noch mal verstärken, wenn genau diese Anrechnung in diesem Land ist Humus gespeichert, wenn sich das auch noch mal finanziell rechnen würde. Was es aber ja muss, damit die Landwirte mit bodenfreundlicher Landwirtschaft Geld verdienen können. Gibt es denn da Vorschläge? Was hat das Institut für Welternährung dafür für Vorschläge? Und was kann man vielleicht noch damit auf den Weg geben für die Bodenschutzstrategie? Also ich würde das. Ah, eine schreckliche Rückkopplung. Ah, okay. Ich denke mal, das dauert es länger. Nein, gut, länger. Super. Perfekt. Ich würde an das anknüpfen, was Herr Häusling gesagt hat. Wir müssen uns überlegen, welches System verwenden wir, um uns zu ernähren. Und wenn wir ein System verwenden, in dem Kapitalmärkte einfach auf unsere Äcker marschieren können, dann ist das das falsche System. Wir müssen ein System verwenden, wo lokal oder regional darüber entschieden wird, was auf den Äckern angebaut wird. Und die Entscheidung treffen dann die Bürger und die Bauern zusammen. Wir sehen in Deutschland eine wachsende Zahl von Ernährungsräten in den großen Städten, die versuchen, Ernährung wieder um die Städte herum anzusiedeln und Kommunikation darüber, dass es wichtig ist, die Ernährung um die Städte wieder aufzubauen. Und wenn man das hat, dann kriegt man eine neue Denkstruktur und auch eine neue Wertstruktur. Und dann kann man damit rechnen, dass die Kapitalmärkte weniger Chancen haben. Ich denke, darauf kommt es an, dass man den Bauern verwehren sollte, für ihre vorteilhaften Dinge, die sie zum CO2 einsammeln machen, Geld zu bekommen. Das wäre ich nicht dafür. Ich wäre dafür, dass wir neue Strukturen denken, die uns regional ernähren und auch regionale Politik damit machen und regionale Werterstellung, nicht nur Wertschöpfung, Werterstellung organisieren. Es ist ja sicherlich ein super Zielbild, aber wie kann man dabei erreichen, dass die Landwirte nicht trotzdem das Land verlieren, weil auch in großen Städten auch bestimmt ökologisch denkende Menschen Land kaufen werden und dann geht es tatsächlich ja wieder verloren. Ich weiß nicht, Herr Barbero, kann man EU-weit diese Frage Landgrabbing, das Land soll denen gehören, die es bewirtschaften, kann man das EU-weit adressieren oder... Herr Dissemin, haben Sie Ideen dazu, wie man das ist? Gibt es da europäische Ideen? Denn Landgrabbing ist ja ein europäisches, ein globales Phänomen. Vielleicht erst Herr Barbero und dann Herr Dissemin. I would say that that's a difficult question indeed, because land use planning, it's mostly a national competence for the moment in the treaties. So that leaves a lot of responsibility to member states. Going beyond soil, we can think to have also reasoning and discussion on that, but that's not an easy subject at EU level. Mm-hmm. Naja, wie nun die ganzen Themen auf EU-Ebene nicht einfach sind, das haben wir ja auch schon in der Diskussion gemerkt und trotzdem natürlich wichtig. Herr Dissemine, vielleicht nochmal Ihr Eindruck aus Italien oder auch aus den anderen Ländern, mit denen Sie zu tun haben, über Ihre NGO-Arbeit zum Landgrabbing und was Sie an Vorschlägen hätten. Wie kann man sicherstellen, dass die Landwirte ihre Fläche behalten, auch dann, wenn man mit CO2-Sammeln im Boden vielleicht mal Zertifikate bekommen kann, was es einfach finanziell attraktiv macht? Well, the topic of land grabbing is very, very relevant. We always say that European agriculture, or in our case, Italian agriculture, is the more healthy, is the more safe. This is not always true. When we speak about many kinds of food, we often discover that, in example, the European milk or meat or
implies the deployment of land in other continents. When we eat meat, speaking to slow food Germany, you surely know an Italian very typical product that is the Brisaula. Is very known. Many few people knows that Brisaula is made by deforesting huge surfaces of South American continent. Thousands of millions of hectares are deforested to produce an European and Italian product such as Brisaula. So what I really think that Europe cannot export land degradation. This, I think that is a principle that is must be fixed in the European legislation. We cannot export land degradation for defending the healthiness of our produces. This is something that needs to be developed within also the Farm to Fork strategy, but also the soil health law must contain this principle, because differently we are spreading a narrative that is not true. We are saying something that is only on the surface true. It's not always true that European food are safer or healthier or fairer than the production of other continent. We must defend this principle. If we really want that European food production is competitive with the other continent's productions, we must fix these principles within strong European regulation to safeguard our soil. Ganz herzlichen Dank. Und das macht nochmal klar, wie ja auch Herr Barbero schon begonnen hat, alles hängt mit allem zusammen. Wir können nicht über den Boden sprechen, ohne über Ernährung, Konsum und internationale Beziehungen im Agrarhandel zu sprechen. Das macht es komplizierter für Sie, Herr Barbero, mit Ihrer Arbeit an der Strategie und natürlich aber auch für uns alle. Wir müssen uns das immer wieder klar machen, auch für Slow Food und das Institut für Welternährung, wie diese Zusammenhänge gehen. Ich habe noch eine technische Frage, so kurz vor Schluss an Andrea Best. Nämlich fragt Ingrid Hörner im Chat, dass man ja nur managen kann, was man auch messen kann. Und sie schlägt vor, dass man nicht mehr eine Prozessqualifizierung bräuchte, also wie man sagt, so sieht der Stall aus, da sind die Tiere drin, sondern dass man ganz am Ende auf die Produkte kommt. Und das ist ja beim Boden gar nicht so eine leichte Sache, den Boden zu messen, ob der Boden einen Millimeter mehr Humus gewonnen hat. Wie weit kann man da überhaupt messen, um zu sagen, hier gibt es eine Entlohnung? Das ist ja tricky. Wie weit ginge das? Ja, also ich meine, der Ökolandbau hat ja nicht unbedingt umsonst eine Prozessbewertung und keine Produktbewertung. Also insofern würde ich das ungerne so vereinfacht dastehen lassen. Aber natürlich ist es ganz wichtig, sich hier, und ich glaube, das meint Ingrid Hörner auch, weil ich kenne sie ja, hier auf die Pflanzenernährung einfach mal zu achten. Und die geht ja über den Boden. Also eine gute Pflanzenernährung und gesunde Pflanzen bekommen wir nur über ein gutes Bodenmanagement. Das hängt zwingend zusammen. Und damit erzeugen wir nicht nur am Ende die Produktqualität, sondern das ist auch eine ganz maßgebliche Voraussetzung dafür, dass wir Pestizide nicht benötigen. Und das ist ja der Grund, warum der Ökolandbau eben eine Ernährung der Pflanze über eine ausgewogene bodenbiologische Aktivität erzeugt und nicht direkt über Mineraldünger zum Beispiel, weil geschwächte Pflanzen einfach Hilfsmittel brauchen. Und insofern sind Pestizide keine Medizin, sondern sie sind die Korrektur eines Konstruktionsfehlers, eines Managementsystems, das schon beim Boden falsch gehandelt hat, nämlich bei der Fruchtfolge und beim Einsatz einseitiger Düngemittel. Also von daher ist Produktqualität, die am Ende rauskommt, hat definitiv etwas zu tun, wie wir mit dem Bodenmanagement umgehen, wie wir mit den Pflanzen umgehen und mit dem ganzen System. Insofern müssen wir uns schon den Prozess da anschauen. Was die Messmöglichkeiten der Bodenqualität angeht, da würde ich natürlich ganz klar sagen, das kann man an der Bodenstruktur sehen. Darüber habe ich ja nun mal auch promoviert. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit
über die Messmethode, die Ingrid Hörner vorgestellt hat, bei den Endprodukten deutlich einfacher zu vollziehen. Das geht schneller, das ist einfacher und man kommt sehr viel schneller zu Informationen, ob die Pflanze ausgewogen ernährt wurde. Beim Humus ist es halt leider so, dass wir nur das, den organisch gebundenen Kohlenstoff messen können und den C-Org dann sozusagen als Richtlinie benutzen und dann immer wissen wollen, wie viel C ist denn da im Boden. Aber leider teilt uns diese Messmethode nicht mit, in welcher Qualität dieser Kohlenstoff im Boden vorliegt. Und das ist auch gerade auch bei CO2-Zertifikaten ein ganz großes Problem, wo man noch eine Stunde drüber reden könnte. Aber ich lasse das jetzt, Tanja, weil du bist eh schon in Zeitnot. Na, 3 Minuten habe ich noch, da passt die Stunde nicht rein. Aber wissen wollen wir das ja trotzdem. Deshalb nochmal an alle den Hinweis, vielleicht kann auch Slow Food, Louise Duan, vielleicht kannst du einmal den ganzen Chat sichern, denn der ist voller wertvoller Hinweise, Positionspapiere, Ideen und guter Gedanken, die alle zusammengebracht werden können. Am besten auch auf Englisch, damit sie der Kommission noch zur Verfügung gestellt werden. Und bevor ich gleich zum offiziellen Schlusswort übergebe, Nina, möchte ich dich noch mal jetzt doch in dieser Runde fragen. Es kam nämlich die Frage, wie kann denn dieses ganze Wissen über regenerative Landwirtschaft, über Landwirtschaft, die den Boden lebendig gemacht werden und über die Zusammenhänge, nämlich wir müssen weniger Fleisch essen, wir sollten uns organisch ernähren, wir sollen Landwirte unterstützen, die müssen fair bezahlt werden, alle diese Dinge. Da hat ja Slow Food eine Riesenaufgabe, das bekannt zu machen, denn das ist vielen Menschen ja noch gar nicht so richtig klar. Welche Rolle hat das Slow Food oder wer müsste diese Bildungs- und Aufklärungsarbeit noch mit übernehmen? Ja, ganz klar eine Aufgabe auch für die Zivilgesellschaft und darunter Slow Food. Ne? Selbst die Bodenstrategie hebt das ja sehr gut hervor, dass wir Bodenbotschafter brauchen, dass wir Menschen brauchen, die genau diese Zusammenhänge, die uns so klar sind, wofür der Boden steht, dass der Humus, wie die Frau Mortler so schön gesagt hat, das Herz ist und dass wir das schützen müssen, dass wir genau das verbreiten als Zivilgesellschaft. Natürlich auch die Notwendigkeit der Ernährungswende, die Notwendigkeit, unser Ernährungsverhalten umzustellen, die großen Zusammenhänge, die unser Fleischkonsum aufwirft mit Blick auf Produktion in anderen Ländern. Und ganz, ganz wichtig, ein Aspekt, der heute noch gar nicht genannt wurde, die Rolle der Lebensmittelverschwendung. Denn wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann werden wir natürlich weiterhin viel, viel importieren müssen. Es ist ja nicht richtig, dass wir all diese Lebensmittel ganz, ganz dringend brauchen. Es kommt ja sehr stark darauf an, wie wir mit den Lebensmitteln, die wir hier erzeugen können, klug umgehen. Ja. Große Aufgaben für Slow Food, für die gesamte Zivilgesellschaft. Der Aufstand der letzten Generation hat ja gerade mit Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung begonnen und klagt an, dass man immer noch nicht containern darf. Also da gibt es ja eigentlich einfache Win-Win-Lösungen und ich hoffe sehr, dass die neue Regierung das aufnimmt. Aber jetzt erstmal ganz herzlichen Dank ans Podium. Ich würde und an alle, die dabei waren und für die vielen guten Vorschläge, ich würde gerne noch so 1-2 Stunden mindestens weitermachen, aber die Zeit ist um und ich übergebe mit der Bitte nochmal in den Chat zu gucken. Da ist eine Umfrage, bitte füllen Sie die gerne aus und dann übergebe ich fürs Schlusswort an Wilfried und Nina. Und halt vorher möchte ich noch Karin Rademacher, unserem Sarah Grabs danken von Wortwahl. Die haben nämlich übersetzt unser schnelles Reden. Maria Neuchel haben sie perfekt übersetzt und ich danke sehr. Sie sehen den Applaus, den geht einmal zu Wortwahl nach Berlin. Und jetzt Wilfried Bommert, ein Schlusswort vom Institut für Welternährung. Danke, liebe Tanja. Als wir begannen mit der Diskussion, habe ich mir gedacht, wo wird das wohl hinlaufen? Kriegen wir klare Positionen hier präsentiert? Ich bin sehr froh, dass wir klare Positionen, die nicht nur einheitlich sind, präsentiert bekommen. Als ich mir die Strategie angesehen habe, habe ich gedacht, das ist so ein richtiges Füllhorn. Da werden Wünsche, Ziele und Versprechungen ausgeschüttet, ohne jede Bodenhaftung. Und wir haben heute versucht, ein bisschen mehr die Frage, wie kriegen wir Bodenhaftung an diese Strategie zu besprechen. Und ich glaube, wir sollten darin einbeziehen, auch die Bemühungen der Zivilgesellschaft, der ganzen Bauern draußen, die anfangen, auf regenerative Agrarmethoden umzustellen und damit ihre Erfahrungen sammeln. Das sind nicht nur Ökobauern, sondern das ist auch der ganze Teil derer, die erkannt haben, sie kommen mit dem industriellen System am Ende nicht weiter. Wir werden dafür auch
vernünftige Gesetze brauchen, die das flankieren. Und wir werden die Zivilgesellschaft auch als Motor brauchen, um den Gesetzgeber dahin zu bringen, dass die Gesetze endlich kommen. Wir sind in der Europäischen Union bis 2027, wenn ich es richtig sehe, erstmal auf alte Vorstellungen festgenagelt. Die Zivilgesellschaft, und dazu gehört das Institut für Welternährung ebenso wie Slow Food Deutschland, muss sich jetzt mühen, eine neue Weichenstellung nach 2027 zustande zu bringen. Und das Institut für Welternährung und Slow Food Deutschland wird das weiterhin tun mit den Berliner Werkstattgesprächen. Und ich denke, Nina, da haben wir noch einiges vor uns. Ganz bestimmt haben wir das. Und auch ich bin froh, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt in den Diskussionen um die Bodenstrategie heute schon mal erste Stimmen hören konnten, auch wenn sie kontrovers waren. Wir haben deutlich verstanden, dass die Möglichkeiten in der Landwirtschaft für die Landwirte geschaffen werden müssen, aber auch, dass die alte Forderung der Zivilgesellschaft, dass es nämlich tatsächlich öffentliches Geld auch nur für öffentliche Leistungen geben darf, dass die GAP da noch nicht weit genug ist und dass die monetäre Anerkennung für die Landwirte, die unseren Boden, aber auch unsere Volkswirtschaften schützen, ich hoffe, der Zusammenhang ist auch deutlich geworden, dass wir diese Möglichkeiten noch besser schaffen müssen. Ein ganz großer Treiber der Bodendegeneration ist ja die Landwirtschaft und da stimme ich auch Frau Neuchel sehr zu, dass Agrar und Umwelt jetzt endlich zusammengedacht werden müssen, auch systemisch zusammengedacht werden müssen und dass wir auch im institutionellen Bereich darüber nachdenken müssen, wie wir diese Diskussionen vielleicht noch geschickter führen. Es kann nachgeschärft werden, das hat Herr Häusling unterstrichen. Wir haben die nationalen Strategiepläne, die immer noch eine große Rolle spielen können. Und die Tatsache, dass diese Spekulantenproblematik immer noch nicht in den Griff bekommen wurde, da wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Und auch da sehe ich noch Stoff für weitere Werkstattgespräche. Ich möchte noch mal einmal kurz hervorheben, dass in der Vergangenheit an der Subsidiarität ausgerechnet der Bodenschutz in Europa gescheitert ist. Gerade das ist ja eigentlich eines der Prinzipien, und das sage ich mal als alte Europarechtlerin, des Subsidiaritätsprinzips, dass immer dann, wenn Umweltschutz auf europäischer Ebene besser vollbracht werden kann, die Subsidiarität eben nicht greift. Und dann komme ich darauf zurück, dass wir von einer Strategie reden und eine Strategie muss man bekanntlich immer vom Ende her denken. Und wenn wir bis 2050 gesunde Böden in Europa haben wollen, dann ist es jetzt Zeit anzufangen und wirklich strategisch ranzugehen. Und das können wir nur im EU-Rahmen machen. Ja, das einmal von mir noch zu unserem Gespräch. Die Organisationen der Zivilgesellschaft werden in dieser ganzen Bodenschutzdebatte weiterhin eine große Rolle spielen. Wir haben im Vorfeld auch schon Stimmen gehört von Partnerorganisationen, die gesagt haben, ja, wir arbeiten auch daran. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam einen guten Beitrag weiterhin in dieser Diskussion leisten können. Und ganz zum Schluss noch eine Sache, das Engagement für eine nachhaltige Ernährung. Das hat ja viele Facetten und politische Diskussionen sind nur eine davon. Und Slow Food Deutschland hat 2021 im Bereich Ernährung einen Preis ins Leben gerufen, nämlich den Ursula-Hatzen-Preis. Und der wurde 2021 zum ersten Mal verliehen. Er würdigt das beispielhafte Engagement von Personen, die sich für ein nachhaltiges und faires Lebensmittelsystem einsetzen und die damit Vorbildcharakter haben. Und die Nominierten und die Preisträgerinnen dieses Preises, die verleihen der Ernährungswende ein Gesicht und sie schreiben ihre Geschichte. Unser Ziel ist es, mehr öffentliche Wahrnehmung für solche guten Beispiele zu schaffen. Und die Ausschreibung für 2022, die läuft jetzt gerade und sie läuft noch bis zum 28. Februar. Und wenn Sie noch Menschen, Bewegungen, Organisationen im
Blick haben, die sich für diesen Preis bewerben sollten oder die Sie gerne vorschlagen möchten, bitte schicken Sie uns doch Hinweise, schicken Sie uns Ihre Bewerbungen. Wir freuen uns darüber, denn wir wollen alle gemeinsam auch auf diese Art und Weise die Ernährungswelt ein bisschen besser machen. So, damit danke ich noch einmal allen Mitwirkenden für ihre Präsentation, für ihre Diskussionsbeiträge. Ich fand das sehr informativ und zielführend. Wir werden die Bodenstrategie damit hoffentlich ein kleines Stück voranbringen. Ich bedanke mich bei unserer Moderatorin, bei Tanja Busse, für ihre wie immer sehr kompetente Moderation und Lenkung dieser Diskussion. Bedanke auch ich mich dann noch bei den Dolmetscherinnen und nicht zuletzt auch bei unserer großartigen Unterstützung aus der Geschäftsstelle bei meiner Mitarbeiterin Louise Luan, die das Ganze hier wunderbar vorbereitet hat. Damit allen noch einen schönen Tag und tschüss aus Berlin. Tschüss. Danke, Nina. Tschüss. Gehen Sie alle nach draußen, nehmen Sie eine Hand Boden in die Hand und bewundern Sie ihn. Meine Empfehlung für überall, wo es nicht gefroren ist.